Deshalb bleibt mal einfach mal sachlich konstruktiv. Und bleib mal auf dem Teppich hier. Ist halt wirklich so. Also ich muss mich da jetzt einfach mal drüber aufregen. Also, ist sauer. Es ist halt wirklich so. Redet man dann für die Masse und dann kriegt man natürlich auch die ganzen anderen Massen so. Das ist, das ist so das AfD-Ding. So, geh einfach auf die breite Masse zu und du kriegst die ganzen Idioten mit dazu. Also ist halt wirklich so. Ist halt wirklich so. Einfach komm, ey, bleib mal locker. Ja. Wir sind wieder zurück, die 9. Manga-Reaction-Folge. Endlich wieder am Start. Es hat ein bisschen gedauert, bis das Ganze wieder neu angelaufen ist. Und heute bekommt ihr zwei neue Sammlungen zusammen, natürlich mit der lieben Nachuhime. Und wir gehen natürlich intensiv auf die einzelnen Reihen wirklich ein. Also falls ihr Informationen haben wollt zu den einzelnen Reihen, schaut euch das Ganze einfach mal an. Da bekommt ihr auf jeden Fall viel Information, unsere Meinung zu den ganzen Reihen. Und da muss man die auch nicht einfach abfrühstücken. Also es verdient einfach, die Manga-Sammlung gezeigt zu werden. Es verdient das Ganze drauf eingegangen zu werden. Und das haben wir heute gemacht mit zwei Sammlungen, die wirklich richtig stark sind. Deshalb schaut gerne mal rein. Kommen wir zur ersten Sammlung. Die wurde von Darin eingereicht und der sammelt seit 2 Jahren und seine Lieblingsreihen sind Slam Dunk, Vinland Saga und Monster. Und er sagte auch, dass er Berserk selbst noch nicht gelesen hat. Ist ja auch noch nicht schlimm, dann hat er auf jeden Fall einiges vor sich. Hier sehen wir das erste Regal und das finde ich eigentlich schon mega spannend, wenn man jetzt sagt, der sammelt seit 2 Jahren, wir kommen gleich zu Reihen, die sind ja richtig selten und von daher, oben haben wir einmal Full Metal Alchemist, dann 20th Century Boys und Inuyashiki, die englische Version. Hast du eigentlich mal Inuyashiki gelesen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, aber ich sehe auch gerade, das ist ja auch die alte Full Metal Alchemist, ne? Genau, Auflage. Das sind die von Panini. Die von Panini. Genau, die kam ja schon ein paar Mal raus. Ja, und jetzt hat ja. Immer und immer wieder. Ist halt wirklich so. Und jetzt hat Ultraverse die nochmal neu rausgehauen. Da meinten sie ja, die Metal Edition läuft nicht so, wie sie es wollen. Und dann haben sie jetzt ja nochmal die andere Version rausgehauen. Deshalb, aber ist halt eine gute Reihe, kann man auf jeden Fall mal lesen. Da du ja so eine Edgy Queen bist, hast du eigentlich Gigant gelesen? Ich habe den ersten Band gelesen, aber es hat mich nicht so überzeugt. Okay. Könnte ich vielleicht teilweise sogar verstehen. Es war so ein bisschen dolle Wirr und das hat mich nicht so gecatcht, dass ich das aufgelöst haben möchte. Okay. Also ich habe die ja komplett gelesen und ich fand die eigentlich ganz cool. Man hat so ein Band in 10 Minuten durch, aber dann ist halt immer die Frage, okay, will man dafür 8 Euro ausgeben? Ich glaube, mittlerweile kostet die 8 oder 9 Euro. Aber ich fand sie gut und Oku ist halt auch einer meiner Lieblingsmangaka, der hat ja Gans und sowas auch rausgebracht, auch Inuyashiki. Und da fand ich das eigentlich mega geil. Also wer das machen will, im Internet kursiert gerade ein bisschen rum, so das Attack on Titan, bloß mit Edgy-Faktor, ist ein bisschen verrückt, aber ja, was soll man machen. Ja, so gezeichnet ist es auch echt gut. Also die Zeichnungen waren echt mega, aber dann hat es leider nicht gereicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände sind denn das? 8 Stück oder so? 10 sind da, glaube ich, drin. 10 sind das. Ja, 10. Ich muss auch sagen, also jetzt auch kein, also jetzt kein Bash sein, aber ich finde, Panini könnte sich auch mit dem Schuber ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, ja. Also das haben sie ja in letzter Zeit irgendwie immer. Der ist sogar gar nicht mal so schlecht, aber ein paar von denen sind halt echt so ein bisschen rotzig, aber naja. Ich finde den von Mushoku Tensei zum Beispiel auch nicht geil, aber ja. Aber in letzter Zeit, ich weiß nicht, wie das ist mit dem Lizenzgeber, ob die dann einfach den Lizenzgeber fragen, ja, ich habe hier diese 3 Bilder, packen wir den hinten drauf an die Seite und dann ist das Thema durch. Aber ist ein bisschen schwierig. Und dann daneben steht auf jeden Fall Inyo Asano mit Punpun. Ich frage mich halt, wieso darin, das musst du in die Kommentare reinschreiben, wieso hast du so viel Dellen an deinen Schuhen, ey? Mich auch gerade, da unten links vor allem. Ne? Ja, so und bei Gigant so richtig krass. Ja. Ja gut, wahrscheinlich bestellt und dann passiert das halt doch schnell. Ja, das ist natürlich auch ärgerlich. Da müsst ihr mal gucken, dass ihr dann vielleicht bei irgendeinem Shop bestellt, der das dann ordentlich versendet. Ich hätte zum Beispiel den Tokyopop Schuber, diesen Punpun Schuber, nicht bei Tokyopop selber bestellt, sondern dann eher in einem Comic-Shop des Vertrauens oder so. Und bei Gigant, bei Panini würde ich, glaube ich, auch nicht direkt bestellen. Ich finde das, ich habe das da immer so ein paar Probleme mit. Naja, schwieriges Ding. Berserk, hast du eigentlich auch Berserk mal gelesen? Auch nicht wahrscheinlich, immer oder? Noch nicht. Ich habe den ersten, wie heißen die? Nicht massiv? Wie heißt das denn bei denen? Ultimativ, ja. Ultimativ Band. Den ersten habe ich da stehen. Ja. Habe ich noch nicht einen. Es gibt so viele Leute, die Berserk nicht gelesen haben. Da kannst du dich wahrscheinlich, wir machen ja gerade Soul Eater Reread, da kannst du dich bestimmt irgendeinem Berserk-Buddy-Read anschließen. Ey, viel zu viele Rereads schon am Start. Wäre ja dann kein Reread, wäre ja dann ein neuer Read. Aber, also, oder generell Buddy-Reads halt. Aber Darin zum Beispiel, mit dem könntest du noch eine Runde Berserk lesen, weil er meinte, er hat Berserk nicht gelesen. Jetzt muss man natürlich sagen, die Sammlung ist von Mitte August 2023, das ist schon 1,5 Monate her. Aber dennoch. Hat er schon komplett gelesen. Ach, das könnte sein. Ja. Jetzt kommt ja Band 42, ist ja jetzt im September rausgekommen.
Und der kommt bei uns im Frühjahr raus für 2024 und die Ultimative Edition. Da kam ja jetzt Band 21 noch nicht raus, wegen Band 40. Und der wird Ende des Jahres 2024 dann halt kommen. Da bin ich auch gespannt. Also da wurde richtig krass was aufgelöst. Aber wenn du ja eh noch alles vor dich hast, dann ja, du kannst dich freuen. Ist eine gute Reihe. Also kann man auf jeden Fall machen. Ist halt gut Fantasy. Ist halt immer die Frage, ob man das dem eine 10 von 10 gibt, weil es halt wirklich Fantasy ist so. Und, ja, ich mag ja Fantasy. Also so High Fantasy halt. Ja, ja, es ist eigentlich Dark Fantasy, ne? Aber mit so einem High Fantasy Setting, weil das so echt schön, also wenn die da in das Elfendorf reinkommen und was weiß ich was. Es gibt halt schon richtig krasse Sachen, wo man schon denkt, so, okay, da hätte ich auch gerne mal ein Spiel raus, weil das einfach richtig krank und schön gezeichnet ist von dem Studio und dann auch von Miura. Planets. Kommt jetzt auch neu raus, ne? Hat er jetzt noch die alte Version? Planets ist ja jetzt bei Carlsen neu erschienen. Ja. Hast du Interesse? Hast du Vinland Saga? Hast du wahrscheinlich auch nicht gelesen, ne? Ich glaube, die Sammlung wird schwierig bei mir. Ich merke das schon. Nee, aber Planets ist auf jeden Fall eine Reihe, wenn die jetzt bei Carlsen dann halt kommt. Die kommt auch in Großformat. Ich habe die auch in der alten Version. Safe. Also ich hole mir die nochmal, weil einfach die Zeichnungen da einfach richtig, richtig stark drin sind. Und das ist halt so ein Ding, das muss man einfach mal machen. Makoto Yukimura ist ja auch der Mangaka von Vinland Saga, deshalb habe ich dich auch gerade gefragt. Und ich finde das halt schon echt cool. Jetzt weiß ich gerade gar nicht selber, ob es mit 5 Bänden abgeschlossen ist. Ja, ist mit 5 Bänden abgeschlossen. Ich habe sie genau hinter mir stehen, deshalb. Aber kommt es dann einfach, also nicht doppelt, sondern einfach wirklich nur größer? Nee, es kommen wirklich Doppelbände. Sind es dann 2 Bände oder was? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es nur 2 Bände sind oder ob es 3 Bände sind. Ich glaube, in der englischen Version gibt es ja 2 Bände. 2 Omnibus-Bände. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch das ähnlich so rausbringen. Ich weiß es aber jetzt nicht mehr hundertprozentig, deshalb nagel mich nicht fest. Aber ist so ein Ding, kann man auf jeden Fall mal. Ist eine sehr starke Reihe. Also für 5 Bände ist die schon echt gut. Ja, sind halt auch alles so rein. Es ist gar nicht, dass ich die gar nicht lesen möchte, deswegen noch nicht gelesen, aber ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Und zum Beispiel bei Berserk müsste ich halt jetzt 41 Bände erstmal kaufen. So. Oder halt 21 Massiv-Dinger, das ist immer bei mir so, das Manko. Ich fange halt immer erst gerne an, das, was ich da habe. Und wenn ich dann merke, okay, ich lese weiter, dann kaufe ich das immer so Stück für Stück nochmal nach und nicht alles auf einmal. Okay. Und dann steht es halt hier so rum und naja. Ich fand es halt ganz witzig, hier auf Manga One haben wir ja den Philipp drauf, der ist ja von Panini und wir hatten da mal so ein bisschen Spaß gehabt mit ihm und dann haben wir mal gesagt, ja, wie würden wir denn Berserk gerne nochmal haben, in was für einer Version? Und dann haben wir gesagt, so, ja, wie wär's denn mit einer Lone Wolf in Cup Version? Und dann hat er einfach gesagt, so, ja, okay, ja, könntest du dich das als einzige Version nochmal so vorstellen? Also, falls du irgendwann nochmal... Noch von denen gibt's doch auch irgendwie... Einzelband, Max und Ultimativ, eine 3 Stück. Ja, ja. 3 Stück, okay. Aber warum nicht? Ich wüsste gar nicht, ob ich wechseln würde. Also ich hätte da... Weiß ich nicht. Ja. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall noch Zero One von Oku. Den möchte ich auch noch lesen. Den habe ich noch nicht gelesen. Das ist der Manga mit den hässlichsten Covern überhaupt. Müsst ihr einfach mal googeln. Dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Er hat da so ein bisschen mal versucht, mit das Ganze digital zu machen und das Ganze digital ein bisschen zu bearbeiten und das sieht man auch an den Covern, das sieht so aus wie Games aus den 90ern, so ein bisschen von dem 3D. Ausgetobt. Ja, es ist verrückt, so Dead or Alive mäßig von Dreamcast oder was weiß ich was, auf jeden Fall. Habe ich da noch nicht reingelesen, ist nicht schlimm. Dann, Monster hat er komplett, ich weiß gar nicht, ob Monster 1 bis 18 komplett ist, die Einzelbände. Da bin ich gerade ein bisschen lost, weil wir haben ja, glaube ich, 10, ne, haben wir 9 Bände. Boah, da bin ich gerade richtig verwirrt. Ist egal, auf jeden Fall. Das halt aber auch die, ich wollte gerade sagen, aber die Anna, die von Carlsen, die sind ja auch unterschiedlich dick. Also es könnte schon sein, dass das irgendwie passt. Ich glaube, es sind 10, oder? Boah, ich weiß es auch nicht. Da müsste ich jetzt auch wieder mal kurz an die Seite scrollen. Und dann würde ich es trotzdem nicht sehen. Weil die zweite Reihe hinter uns weil die, genau, weil die hinter meinem Death Note Schuber stehen. Verdammt. Fuck, richtig scheiße. Nee, aber auch eine Reihe, die man auf jeden Fall machen kann. Also wenn ich das von den Urasawa-Werken ranken würde, hätte ich jetzt so 20th Century Boys und Billy Bat auf Platz 1. Und dann kommt Monster direkt dahinter. Ich finde die einen anderen von... Also ich finde ihn vom Storytelling her besser als alle. Also so strukturell ist das schon geiler. Aber die anderen, die haben mich mehr unterhalten. So, weil da das war so ein bisschen lockerer und sowas durch die Kinder. Bei Billy Bat durch halt die Fledermaus, dass die da so ein bisschen was reingemacht hat. Und das ist schon sehr romanmäßig. Das könnte man echt gut als Roman machen oder auch als Anime verfilmen. Also es gibt ja ein Anime oder Live-Action wäre was halt was Geiles. Also
Oder so eine Live-Action-Serie, fände ich schon ganz cool. Also würdest du sagen, wenn man jetzt von Urasawa noch gar nichts gelesen hat, sollte man jetzt nicht unbedingt mit Monster anfangen? Also ich glaube, ich würde mit 20th Century Boys anfangen. Hm. Der hat mir besser gefallen. Das Ende war ein bisschen so lala, deshalb kommen ja noch, dann auch 21st Century Boys raus. Aber ich fand, fand das am besten. Billy Bat ist zu anstrengend für das Erste. Billy Bat ist extrem kreativ, weil Billy Bat so ein bisschen, der nimmt wirkliche Ereignisse, die mal in der Welt passiert sind, so, und packt die in so eine Art Verschwörungstheorie rund um diese Fledermaus. Okay. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Das sind natürlich ein paar Sachen. Ist halt wirklich so. Ja. Aber das fand ich halt so ultimativ kreativ. Zum Beispiel der Kennedy-Vorfall, wo der erschossen wurde und sowas. Das kommt ja alles da drin vor. Finde ich mega, mega krass deshalb. Ja. Homunculus. Cool. Ach, das ist, ach stimmt, die alte. Ja, die alte. Auch da. Da fehlt 14. Stimmt, mir fehlt 14. Die sind auch bestimmt ultimativ schwer zu kriegen. Ich weiß auch gar nicht, hat die Reihe nicht auch ein paar mehr als 15? Ich bin bei den Reihen manchmal so ein bisschen lost, was die so wirklich haben. Weil es halt auch schon so lange her ist, dass die rauskamen. Jetzt kommen sie ja eh nochmal. Also der kommt ja neu. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie es werden sollen am Ende. Ja, ich hatte die auch ganz lange bei eBay und Kleinanzeigen drin. Da schreibe ich natürlich auch die Bandanzahl rein. Aber dadurch, dass dann halt wirklich, dann merkt man, wie das Gehirn einfach mal resettet, seitdem dann halt die neue Version ist, beschäftige ich mich einfach gar nicht mehr mit der alten Version. Ja, das ist halt wirklich so. Halt auch nicht. Also außer an Furz, also ich glaube, das ist sowas wie bei manchen Reihen, dass man es einfach bevorzugt, irgendwie diese Einzelbände statt diese Doppelbände, und dann guckt man vielleicht doch nochmal und hat vielleicht auch Glück, dass es kann halt in zwei Richtungen gehen. Also entweder ist es so, dass dadurch, dass die Neuauflage rauskommt, dann die alte dann halt günstiger wird, was ich an alle denken, so ja, brauchst du halt nicht mehr kaufen. Kann aber auch natürlich sein, dass es dann halt trotzdem irgendwie vom Preis stabil, sage ich mal, bleibt, weil es dann halt noch die Leute gibt, die sich denken so, ja, es gibt jetzt die neue, aber ich finde die alte halt trotzdem geiler. Naja. Das glaube ich. Ja. Aber die neue, die haben sie schon gut gemacht, muss man ja sagen. Auch jetzt den dritten Band dann auch aktuell gelesen in der Version. Ich fand den schon echt stark. Ich weiß gar nicht, wie kommt denn der eigentlich an? Weil ich lese immer wieder so, dass die Leute ein bisschen verstört sind. Also ich find, der kommt gut an. Also der hat ein bisschen zu krass. Also was wir ja öfters mal haben, ist, wenn eine Reihe komplett out of print ist, dann kriegen die ja einen Overhype. So, dann werden die halt extrem stark gehypt. Homunculus hat das auch abbekommen. Homunculus ist in dem in sich gar nicht so krass, wie es eigentlich, ich bin auch schon ein bisschen weiter, ist gar nicht so krass, wie es eigentlich ist. Aber es bietet mal wieder so ein bisschen was Neues aus diesem Psychologischen. Das haben wir ja auch nicht oft gekriegt. Also das kriegen wir ja, The Killer Inside ist ja MPD Psycho und so weiter. MPD Psycho würde eher in die Richtung so ein bisschen gehen. Ah ja, okay, Fragen, ja. Genau, aber es ist trotzdem immer noch komplett anders, weil es, ja, das ist schon von der Psyche her sehr verstörend, weil da Elemente gezeigt werden, wenn du eine Art, sagen wir jetzt, eine Art Depression hast und so, dann kannst du in das Innere des Menschen so ein bisschen reingucken und dann, er sieht dann halt die Leute, wie sie dann halt wirklich sind. So beispielhaft dargestellt, wenn du, keine Ahnung, wenn du ein Herz aus Stein hast zum Beispiel, dann bist du plötzlich ein Stein-Charakter als Beispiel. Ah ja, okay. Und er sieht dann halt immer diese das Innerste quasi. Dieses Innerste, genau, und kann dann die Leute mal einschätzen und wie sie auch reagieren und sowas. Aber das wird noch verrückter deshalb. Also da bin ich mal gespannt. Ja, da muss ich mal lesen. Wolltest du? Parasite, da auch. Ja. Ist auch eine Reihe, die ich finde, die extrem schlecht gealtert. Du hast bestimmt den Anime gesehen, hast du ihn gesehen? Nee. Habe ich nicht. Ich habe die ersten zwei Bände oder so ich gelesen. Okay. Ich fand den von den Zeichnungen, finde ich den sehr, sehr schwierig. Von der Art. Ja, okay. Also es ist halt ein alter Stil. Es geht halt noch so. Teilweise ist es manchmal echt gut, aber als ich dann da den dann gelesen habe, ich habe den damals schon mal online gelesen, nicht komplett, aber ein bisschen. Und dann habe ich den jetzt nachträglich nochmal komplett einmal gelesen. Ich weiß nicht, vor 3 Jahren oder sowas. Auf jeden Fall fand ich es da ein bisschen schwierig. Und die Reihe im Allgemeinen ist halt einfach oft so, die wird falsch gedeutet. Heißt, normalerweise geht es da so ein bisschen um Koexistenz. Wer ist die stärkere Rasse und so weiter? Wer hat das Recht zu leben und bla und blub und keine Ahnung was? Und viele lesen einfach ein ultimatives Actionwerk raus, sowas, weil das auch immer mit Jagan verglichen wird. Und Jagan geht auch in eine, irgendwie eigentlich in eine andere Richtung. Also das finde ich dann halt
So. Ich habe Jagan jetzt nicht gelesen, aber es ist doch auch einfach dieses, das ist auch ein Parasit, oder? Genau, und deshalb. Ich glaube wahrscheinlich deswegen, ja. Einfach, die sind so, ja, ist Parasit ist Parasit, da ist das Gleiche. Ja, ja, das ärgert mich halt manchmal, aber es ist schon okay. Also kann man machen. Nee. Aber. Was haben wir als nächstes? Da haben wir sogar Jagan, aber als erstes Vagabond, wo er auch sein Lesezeichen drin hat in dem dritten Band. Ganz ehrlich, also es kam ja jetzt Slam Dunk raus. Also es kommt ja Slam Dunk bei Hayabusa raus. Ich hatte ja letztens das Interview, oder das war kein Interview, diese Hottake-Show mit Susanne Hellweg, Kai-Steffen Schwarz und Joachim Kaps. Könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Da meinte Joachim, ja, er wird ja Inoue machen, also den Mangaka mit Real, Vagabond und Slam Dunk, wenn er das ganze Paket gekriegt hätte. Nachträglich kann man das immer sagen. Ja. Das ist immer einfach. Das ist wie, wenn Hayabusa plötzlich sagt Kingdom und dann sagt Manga-Kult, ja, Kingdom, ja, das hätten wir ja auch gemacht, aber dann war Hayabusa schneller. So in die Richtung. Deshalb, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass der jetzt kommen wird demnächst. Also das ist, er würde auch irgendwie perfekt gerade in das Hayabusa-Ding reinpassen. Ich habe erst Slam Dunk so gar nicht bei Hayabusa gesehen. Jetzt haben sie das geholt und jetzt denke ich mir doch so, okay, wenn ich mir das nochmal Revue passiere, was die so nach und nach an Lizenzen sich holen, weil dieses Carlsen-Ding ist ja immer so ein bisschen kinderangehaucht, ne? Da sind ja so die ganzen Battle-Shonen drin. Ja, ja. Die haben so ein paar wie The Killer Inside oder sowas, aber The Killer Inside könnten sie auch, hätten sie wahrscheinlich mittlerweile bei Hayabusa reingepackt. Und da kapseln die sich so halt so ein bisschen mit ab. Und aber ich muss sagen, ich finde Hayabusa finde ich auch ein bisschen witzig vom, weil die haben ja eigentlich so angefangen, die allerersten Sachen waren ja eher diese Boys Love und sag ich, die halt bei Tanya oder so mal als Special da immer rumliegen, so die halt irgendwie, keine Ahnung, so Gender of Mona Lisa irgendwie, wo es halt darum so ist, also mehr dieses Deeperes, also was Deep, aber halt dieses, als was identifiziere ich mich und diese ganzen Sachen, die halt in die Richtung gehen und jetzt auf einmal kommt so eine Sachen halt irgendwie. Ja, die wollen sich, glaube ich, einmal neu erfinden einfach, ne? Ja, also, kann auch sein. Ich glaube, die waren da nicht so hundertprozentig mit glücklich. Dann wurden die in eine Schublade reingeschoben. Dann haben sie eigentlich nach dem ersten halben Jahr schon direkt gesagt, nee, wir wollen eigentlich gar nicht in diese Schublade rein. Und jetzt kämpfen die sich da gerade so ein bisschen raus. Und deshalb, da packen sie einfach einen Slam, dann kommt dann bei Hayabusa. Habe ich da wirklich gar nicht gesehen. Ich halt auch nicht. Ja. Ich hätte jetzt auch Manga-Kalt oder so gedacht. Ja, aber das ist halt so. Ja. Das ist halt so das, wo man dann halt, ja, gucken muss, wie es dann halt noch wird. Ne? Also da bin ich wirklich gespannt auf die Entwicklung von Hayabusa. Ich glaube, die machen noch eine ganz gute Richtung, auch für uns jetzt selber, wenn wir mehr Seinen und sowas lesen. Und ich frage mich dann halt wirklich, ob die das Gesamtpaket gekriegt haben mit Vagabond und Real. Real habe ich auch immer so gedacht, so mittlerweile, boah, schwierig. Jetzt kam letztens bei Manga-Kult Grand Teacher Onizuka, wurde jetzt angekündigt, GTO. Ah, ja, stimmt, ja. Niemals damit gerechnet, dass das kommt. Also ich bin jetzt für den Markt, der ist jetzt komplett offen, Grand Blue Dreaming auch einfach. Ja, so langsam können sie wirklich, also das ist schon gerade verrückt, was da gerade ist. Deshalb, ich bin da ja auch gar nicht, außer bei den längeren Reihen, so Baki, Kingdom, Initial D und sowas, da denke ich immer die ganze Zeit, okay, das wird nicht nochmal kommen, aber das hier auf jeden Fall, ja. Das ist wie mit der Mode, weißt du, das kommt einfach wieder. Es ist halt wirklich so. Dann hat er Jagan hier. Jagan, hast du auch gesagt, hast du gar nicht gelesen. Jagan gab ja jetzt, der Abschlussband kam ja jetzt raus. Das wäre unter anderem vielleicht, hast du den ersten Band oder sowas? Irgendwas davon? Nee, also Jagan habe ich gar nicht. Also wie gesagt, Parasite die ersten zwei so, aber Jagan, ich weiß nicht mal, also ich weiß, dass es genau, das halt irgendwie auch so ein Parasit ist, weil die beiden halt immer verglichen werden, aber sonst weiß ich überhaupt nicht, was da so abgeht. Also der, ich finde, der schwimmt auch so ein bisschen unter dem Radar. Viele haben den abgebrochen, weil da auch natürlich so Vergewaltigungssachen und sowas drin sind. Das ist dann ein bisschen krass. Es passt aber in den Bereich halt wirklich rein. Ich will das nicht rechtfertigen dadurch, aber es ist halt einfach düster. Es ist halt wirklich ein Action-Titel, der halt wirklich einfach raushaut. Ne? Also er zeigt halt wirklich das, wie krank es einfach sein kann. So. Und deshalb finde ich das in dem Sinne, in die Richtung dann eigentlich gut gedrillt und dann halt gesagt so, hey, das ist halt wirklich was richtig Erdrückendes von dem Actionanteil her. Ja. Und die werden halt auch richtig zerfetzt, die Leute, ne? Also das ist richtig brutal. Ja, also das Ding ist, also ich finde das manchmal so ein bisschen schwierig, ob man, also es ist halt ein ganz großes Thema, so, aber so ganz kurz, so, ich finde es halt immer so ein bisschen, also ich verstehe es, dass Leute natürlich, also obviously, dass es ein Grund für Leute sein kann, abzubrechen, weil ich finde das so ein bisschen nervig, wenn Leute, also
wenn sowas, auch in Filmen, so verwendet wird, um halt etwas Krasses darzustellen. So, weil, als würde den Leuten halt nicht was anderes einfallen, als irgendwie das zu machen. So, das finde ich ist immer so ein bisschen, könnte man, glaube ich, kreativ vielleicht anders lösen oder irgendwie sowas. Ja. Aber wie gesagt. Wobei der Titel, der hat ja schon alles, ne? Also der ist ja schon brutal. Da werden die Leute auseinandergeschnitten, da spritzt dann halt extrem viel Blut, da passieren dann halt diese sexuellen Sachen, passieren andere richtig perverse Dinge und so weiter und so fort. Also der spielt da schon hart mit diesem Psycho-Ding. Und das ist ja auch der Storyteller von Blue Lock. Und ich finde, Blue Lock hat er, ja, wusstest du das immer noch nicht? Nein. Okay. Was ist das denn? Ich mache einmal das und dann mache ich das hier. Ja, Fußball, wow. Ja, und er hat das in Jagan, dieses Psychologische, besser gelöst, finde ich. Weil Blue Lock verläuft sich gerade so ein bisschen, bin ja auf aktuellstem Stand, finde ich gerade so ein bisschen schwierig, weil die auch immer die gleichen Dialoge haben. Ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler ist oder sowas, aber die reden dann immer von, er will mich verschlingen, so, weißt du, sein Talent setzt mich unter Druck, er will mich verschlingen und das ist irgendwann too much. So, da finde ich Aoashi, finde ich da ein bisschen besser gelöst, weil das ist Fußball. Aber es macht trotzdem noch Spaß, aber Jagan einfach psychologisch einfach da richtig krank. Also muss man ja ganz ehrlich sagen. Dann, da ist es. So. Slam Dunk. Auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es komplett ist. Also wenn ich das jetzt so, hat sich so ein Vagabond. Achso. 34 sich da verirrt. Das weiß ich gar nicht. Achso, ein Vagabond-Band, ja, den 34er hat er und natürlich das Artbook von Slam Dunk. Ja, da wäre ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen, weil er von Vagabond so glaube ich, gar nichts hat. Ich weiß gerade gar nicht. Wir müssen gleich mal gucken. Vielleicht hat er von Vagabond noch eins. Danach kommt noch ein Bild. Deshalb mal gucken. Aber wenn das da halt schon steht, glaube ich es nicht so. Aber wie gesagt, nochmal da draußen. Ich glaube, gerade steht die Chancen echt gut, obwohl alle Verlage immer meckern, dass es gerade pausiert ist. Vielleicht macht Inoue noch weiter. Der braucht vielleicht noch 3-4 Bände, dann wäre er eigentlich durch. Aber ja, mal gucken. Dann auf jeden Fall Slam Dunk. Müssen wir gar nicht so drauf eingehen. Also wie gesagt, das kommt jetzt raus. Wer es immer noch nicht weiß, es kommen Doppelbände raus, soweit ich das weiß. Und die kommen sogar jeden Monat raus, 4 Monate lang. Das heißt, ab, jetzt muss ich kurz überlegen, November, Dezember, Januar, Februar, dann habt ihr schon 4 Bände plus halt Doppelbände sind es halt schon 8 Bände. Dann sind wir schon echt weit fortgeschritten. Weil man auch sagen muss, der Anfang ist echt zäh. Ich hatte gestern noch mit Nadja einmal drüber gesprochen. Ich hatte mich mit der getroffen. Sie liest gerade Slam Dunk und sie meinte auch, der Anfang ist echt zäh. Kann ich voll verstehen. Weil Sakuragi, der Dude mit den roten Haaren, der ist halt auch nervig am Anfang. Also, lieben wir nervige Protagonisten. Ja, aber das ist so eine Art Bully halt, also so ein Rüpel. Okay. Und der ist halt schon ein Pisser einfach, muss man sagen. Und seine Charakterentwicklung so nach und nach ist schon eine echt gute. Aber der Anfang ist schon mal ein bisschen schwierig, weil da kriegen wir auch noch nicht so viel Basketball mit und so. Will da auch jetzt gar nicht so viel zu sagen. Aber jeder sollte sich davon, von diesem Overhype, der den Slam Dunk auch abbekommt, weil alle haben es auch nicht gelesen und manche haben es wahrscheinlich auch nicht gelesen, aber finden es trotzdem, sagen trotzdem, dass es das Geilste ist, so Peak und was weiß ich was. Auf jeden Fall, der Anfang ist schwierig. Die Zeichnungen sind nicht so krass wie in Vagabond. Sie sind teilweise manchmal echt gut. Sie sind aber nicht gealtert, also man kann es halt immer noch rausbringen. Das ist so das. Und was ich immer gerne sage, ihr werdet merken, ab Band 25, wieso sind wir gerade erst bei diesem Story-Inhalt? Und das ist so das, was ich schwierig... Fangen die dann erst an, Basketball zu spielen, oder? Das wäre zu krass. Aber du denkst dir halt so, okay, ich könnte mir schon vorstellen, was für eine Richtung das geht. Das ist jetzt auch nicht so der Spoiler. Aber das habe ich mich halt auch gefragt, weil ich am Tag 8 Bände davon gelesen habe. Ich habe mich wirklich im Sommer hingesetzt. Ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder sowas. Da habe ich das Ganze nochmal gelesen und... es ist halt so. Okay. Lasst euch einfach in dem Ding. Und dann Chamo, eine Reihe, die auch oft gewünscht wird nochmal. Ich glaube, die hat über 30 Bände. Ich weiß gar nicht, wie viel die allgemein hat. Ich glaube, 31 oder sowas. Was ist das alles für so lange Reihen? Ja, das haben die einfach die Verlage damals gedacht. Das hauen wir einfach mal raus. Ist auch bei Egmont erschienen, ist aber mit 19 Bänden abgebrochen. Und jeder kommt jetzt gerade und sagt Chamo. Da muss man halt auch mal gucken. Also ich
Ich sage jetzt nicht, dass das Ding keine Chance hätte, weil das könnte man noch als Doppelbandversion rausbringen. Aber ich glaube, das ist auch, weil es halt irgendwo, irgendwer hat das auf Social Media oder so mal in den Mund genommen und dann wurde das irgendwie ein Hype. Hm, so ein bisschen. Nie von gehört. Ja. Aber es ist, also ist die Story jetzt so, es ist so ein Kampf, also wahrscheinlich Szenen. Ich bin bei Shamu, bin ich auch komplett raus. Ich kann dazu okay. gar nichts sagen. Ich kann nicht hochhypen, ich kann da nichts zu sagen. Ich glaube, das ist auch der River End Café Mangaka, der das rausbringt. Den hätte ich zum Beispiel echt gerne. Ich glaube, das ist genau der gleiche. Aber das, keine Ahnung, ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Sieht ein bisschen gangmäßig aus. Könnte vielleicht The Killer Inside gepaart mit Tokyo Revengers und Homunculus sein oder so. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber ja. Vielleicht, aber da brüllen zu wenige, dass der nochmal irgendwie rauskommt. Aber sag niemals nie, jetzt kommt ja auch The Fables raus oder The Fable. Von daher passt das. Dann eine Reihe, die ich auch gerne hätte. Also darin, falls du die mal irgendwann loswerden möchtest und nicht zu krass sagst, hey, Alter, wieso hat der Planets einfach unten zweimal krankes Erden? Mhm. Auf jeden Fall. Achso, ja, stimmt. Ja, ja. er hat er einfach weggekauft den Leuten. Nee, aber hier zum Beispiel. Stimmt, weil er hatte sie doch dreimal, weil er hat die doch am Anfang auch schon gehabt. Ja, ja, genau, deshalb. Oder er hat sie nochmal runtergestellt. Oder es ist Photoshop. Ah ja. Ah ja. Merken wir uns. Hier. Du bist also die Scalper-Leute, die günstig kaufen und dann teuer verkaufen. Nee, aber bei I'm Hero, ich hoffe ja nochmal, dass der nach Deutschland kommt. 22 Bände. Under Ninja ist ja der gleiche Mangaka jetzt, den du mir letztens in die Hand gedrückt hast. Dadurch, dass die in Japan den Lizenzgeber einmal gewechselt haben, irgendwie, oder das die Redaktion oder was weiß ich was, hat Carlsen die Lizenz verloren. Damals. So. Ach so, deswegen. Ja, genau, irgendwie so. Ja. Ist halt einfach so, jetzt haben sie Under Ninja rausgebracht, alle sagen jetzt noch, ja, vielleicht I'm a Hero, so Doppelbände könnte man auch von der Theorie so machen, 11 Doppelbände, warum nicht? Ja. Wenn sie gerade Under Ninja rausbringen, genau in der Under Ninja Version, einfach so, dann I'm a Hero. Vielleicht jetzt für Oktober die Ankündigung für Ende Oktober, sehe ich irgendwie. Ich weiß aber nicht, wie Under Ninja läuft, keine Ahnung. Aber das ist so das größere Werk. Vielleicht wollten sie auch Under Ninja, also vielleicht wollten sie I'm a Hero nochmal haben, so. Und dann haben sie gesagt, nee, vorher müssen sie aber Under Ninja bringen, so. Mittlerweile, die sind da ja so ganz krude Geschäfte irgendwie. Ja. Ich hätte Bock drauf. Also, ich könnte es mir vorstellen, F-Bände kann man vielleicht nochmal machen. War das mit Zombies? Ja, nee. Genau, das ist genau, dieser Nerd, der halt total am Leben vorbei ist und dann halt dann eine Zombie-Apokalypse ist. Ja. Wie im Zombies. Ja, hätte ich damals haben können für 130 Euro und dann einmal für 150 Euro und ich habe es halt zweimal hart verkackt, weil ich dann einfach gesagt habe, so irgendwie, boah, nee, ich habe nicht so hundertprozentig Bock drauf. War ein Fehler von meiner Seite. Wir kennen alle diese Fehler, die wir mal machen im Leben. Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, ne? Also. Ja, aber egal. Dann, Vinland Saga. Ab 8. Ab 8, because of ab Mitte 8 ist die erste Staffel des Anime zu Ende. Ah ja, stimmt, da war ja was. Genau, die ist da so ungefähr in der Mitte irgendwie, geht ja dann Thorfinn sozusagen, wird der wegverschleppt. Und dann geht ja der krasseste Arc los, den Vinland Saga dann so hat, so mit dem Farmland. Ja, müssen wir nichts also zu sagen. Ist halt eins zu eins, also das, also der Anime ist wie der Manga, dass man das wirklich einfach weiter lesen kann. Ja, wobei der Anime noch ein paar mehr Szenen eingeführt hat, in der zweiten Staffel zumindest. In der ersten habe ich jetzt nicht so hundertprozentig was gemerkt, aber in der zweiten Staffel, um die ganze Atmosphäre noch mal ein bisschen weiter aufzubauen. Und das fängt so ein bisschen anders an und da habe ich mir auch, als ich in die zweite Staffel reingeguckt habe, dachte ich mir auch so, hä? Ist das doch gar nicht. Aber es ist vom Inhalt her eigentlich genau ähnlich. Also von daher, also gönnt euch einfach mal Vinland Saga, wer es noch nicht gemacht hat. Dann A Girl on the Shore von Inyo Asano, ein Mädchen am Strand. Ich finde die Auflage auch sehr schön, muss ich sagen, immer wenn ich die sehe. Die englische? Ja, ich finde die irgendwie hübsch. Echt? Ich finde die von Tokyo Pop eigentlich ganz geil. Dadurch, dass die ja immer dieses Inyo Asano da, glaube ich, draufstehen haben, finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, die sind halt alle, das ist natürlich cool, wenn man die Deutschen hat, weil die alle vom... Ähnlich sind, ja. Vom Stil gleich, also genau ähnlich sind und dann zusammen dann gut aussehen. Aber ich weiß, irgendwie finde ich das, diesen Grau, diesen bisschen Farbe da drin, finde ich schön.
Ja, ein bisschen kontrovers, gerade so ein bisschen, weil da ja Jüngere halt ein bisschen expliziter gezeigt werden. Ja, erst ich aber, jetzt ja, im Gespräch doch. Weiß ich auch nicht, wieso. Also bin ich in dem Sinne, keine Ahnung, man kann das sehr auf sich beziehen, vielleicht in bestimmten Situationen, das finde ich halt krass bei der Reihe. Aber das macht Inyo Asano ja immer, dass man sich da teilweise selber mal hineinversetzen kann, auch bei Punpun oder sowas. Dass man sich mit einzelnen Charakteren identifizieren kann oder einzelnen Handlungen vielleicht mal und das dann halt so hinterfragt. Und hier ist es halt genau ähnlich. Und dann kann man halt auch mal sagen, wie würde man in dieser Situation halt selber auch mal damit umgehen. Das ist halt so das. Genau. Dann Claymore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fehlt. Auch 13, 14 ist wahrscheinlich natürlich krass zu bekommen. Ist aber eine Reihe, die finde ich halt auch richtig stark von diesem. Die hätte ich auch gerne. Die ist halt auch echt gut, ey. Also, die sollen sie mal nochmal ausbringen. Boah. Nee. Also, ja, was soll ich denn jetzt schon wieder lügen, ne? Es ist halt so, keine Ahnung. Also, ich sehe es nicht. Der Anfang ist auch sehr scheiße gezeichnet, also sieht sehr rotzig aus. So die ersten 6 Bände sind halt schon echt bäh. Weil die Charakter, aber wobei die Charakter schon immer vom Gesicht her und sowas immer sehr einfach aussehen. Aber dann sind da manche Monsterzeichnungen drin. Also wenn die Kämpfe losgehen, ist das halt schon krass. Und da sind halt 2 Plot-Twists drin. So irgendwo hier bei hier und dann nochmal hier. Die machen der Reihe, geben die schon was ganz Gutes. Also ich liebe Claymore, ist auch eins. Also wir haben ja so viel Dark Fantasy, haben wir ja gar nicht. Goblin Slayer hätten wir noch. Und dann vielleicht noch hier Übelblatt und sowas. Aber sonst ist ja gar nicht so viel irgendwie richtig da. Deshalb aber ein bisschen schade, dass die untergegangen ist. Ja. Schade. Dann noch Planets, brauchen wir ja nichts zu sagen. Da kann er darin mal sagen, ob er sie noch irgendwie da hat oder ob er sie schon verscheuert hat, nachdem jetzt die Ankündigung kam von Carlsen, dass sie die nochmal neu rausbringen. Basilisk gab es ja in dieser Master Edition, das wurde ja nochmal von Manga-Kult rausgebracht, hier nur sogar noch von Heine. Und Manga-Kult hat das auch letztens einmal abverkauft. Da habe ich noch versucht, es zu kriegen. Da wurde meine Bestellung storniert. Fand ich richtig traurig. Da habe ich kein Basilisk gekriegt, glaube ich. Basilisk. Ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Bände, glaube ich, in diesem Hardcover Master Edition. Ja, aber das soll auch nicht sowas richtig Krankes sein. Also ich habe davon keine Ahnung. Weißt du, okay. Keine Ahnung. Dann auf jeden Fall noch. Was haben wir noch? Ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr. Hast du den gelesen? Nein, immer noch nicht. Boah, halt nicht. Du bist ja das. Was ist denn heute mit dir los? Also das ist nicht deine Sammlung, ich merke das schon. Nee, das ist nicht so. Aber es sind halt, wie gesagt, es sind immer so, immer wenn ich solche Sammlungen sehe, denke ich mir, es sind halt alles so, also nicht alles, aber viele Reihen, die ich theoretisch lesen würde, aber habe ich halt noch nicht. Okay. Ja, dann. Ja. 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 Lohnt sich aber. Also die 3 Bänder, die kriegt man auch fix durch. Die lohnt sich, da habe ich hart geheult. Ist halt einfach mal so. Die werde ich irgendwann nochmal lesen. Also das ist so. Und ich überlege auch immer noch, ob ich mir den Roman noch holen soll. Da bin ich immer noch so ein bisschen am Hadern. Gibt es ja auch diese Romanversion für einen Urlaub oder sowas. Ist halt zu viel Buchstaben und zu wenig Bilder, ne? Ja, aber für einen Urlaub geht das immer. Urlaub lese ich lieber sowas anstatt sowas. Ja. Bestiarius, ich weiß gar nicht, wie viel Bestiarius an Bände hat selber. Das kenne ich auch gar nicht. Nee. Ich hatte immer mal überlegt, ob ich mir das mal holen soll. Da gab es noch eine andere Reihe, die ich auch haben wollte. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Die gab es bei Crunchyroll. Boah, muss ich kurz mal in meinen Kopf kramen. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Den habe ich immer von den Inhalten so ein bisschen ähnlich verglichen und dachte mir so, hey komm, eventuell könnte mir das gefallen. Habe es dann aber nie gemacht. Aber ich habe auch nie reingelesen oder sowas in Bestiarius. Aber das sind immer so Reihen, da wägt man immer so ab. Kennst du das? Wenn man einfach so sagt, so, ja, eigentlich hätte man da Bock drauf. Dann guckt man eine längere Zeit nach, dann kriegt man sie nicht und dann vergisst man sie einfach, weil man dann doch irgendwie so. Ja, und dann sieht man das irgendwo. Ah ja, stimmt, das war ja. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich dann auch, also wenn ich es dann halt wirklich, wirklich haben will, habe ich es jetzt in der App, die ich benutze, um halt auch die Manga zu tracken. Da kann man auch so eine Wishlist halt reinmachen. Ja. Und dann packe ich sowas manchmal, oder auch nur, wenn es nur der erste Band ist, aber einfach nur, dass man es halt nicht vergisst oder halt. Du hast es ja auch als Excel-Tabelle so. Das hatte ich halt auch früher gehabt. Und dafür nochmal so ein extra Sheet dann nur mit hätte ich gerne. Also muss da nicht sofort sein, aber dass man sowas einfach notiert, dass man es halt nicht komplett irgendwie vergisst dann. Ja, ja.
Ja. Ja. Also meine Liste ist da halt auch, also ich habe so eine OneNote-Datei, ich schreibe da alle Empfehlungen, die ich irgendwann mal aus der Community gekriegt habe, halt immer rein. Ne? Also ich denke mir aber auch, wenn du es vergisst, dann ist es auch nicht so wichtig. Nee, irgendwie auch nicht. Also das ist auch, die Reihen sind auch ein bisschen untergegangen. Dann kann man es haben, aber muss man halt nicht. Ja. Ist halt bei Basilisk halt auch so. Die Master Edition, die würde ich wahrscheinlich noch irgendwo kriegen, aber irgendwie hatte ich keinen Bock drauf, dann irgendwann mehr nochmal nachzugucken. Fertig. Nee. Aber, da sind wir durch. Drei Bilder hat er uns geschickt. Krasse Reihen dafür, dass er seit 2 Jahren erst damals allgemein jetzt erstmal, dass du sehr viel alte Sachen hast, so. Komplett Berserk alt, Planets nochmal, Monster die alten, Homunculus. Ist da schon ordentlich was bei. Dann heißt so Slam Dunk auch noch. Charmon kriegen auch nicht mehr so viele, wobei das halt, wie gesagt, auch abgebrochen wurde. Das ist halt auch immer so eine Sache, ob man die dann noch irgendwie haben möchte. Und Claymore dann natürlich auch, fehlen immer mal vereinzelt ein paar Bände drin. I'm a Hero auch. Also für 2 Jahre merkt man, dass er sich wirklich ausgewählte Sachen rausgepickt hat. Es ist kein typisches Ding, so Naruto, Yu-Gi-Oh!, One Piece und sowas, da merkt man halt wirklich, dass er dann gezielter schaut und dann halt wahrscheinlich den Rest dann per Anime dann nochmal nachguckt. Ja, also oder ich weiß gar nicht, wie alt er ist, also es scheint so jetzt optisch gesehen auch eher eine Reihe von jemandem zu sein, der jetzt nicht 12 ist. Nee, aber darin kenne ich auch persönlich. Also von daher. Ach so, okay. Wir warten immer noch drauf, dass du noch mal nach Dortmund kommst, dann wollen wir bei ihm einmal essen gehen, der seine Eltern dir am Restaurant. Genau, ja, ich erinnere mich. Ja, okay. Genau. Klingeln Sie. So. Also, ja. Falls ihr mal in Dortmund seid, cool. Es gibt hier ein türkisches Restaurant. Es ist halt echt stark. Ich war, glaube ich, schon 4-mal da oder so. Also ich weiß jetzt aber leider gerade nicht den Namen, aber ich weiß, wo es ist. Aber ja. Das wäre toll. Ja, es ist mega geil. Einfach, ich gehe da echt gerne hin, deshalb. Aber darin schöne Sammlung. Deshalb mach weiter so. Wie gesagt, das Ding ist 1,5 Monate jetzt alt. Vielleicht hat sich da ein bisschen was noch getan. Vielleicht sind die Planet-Spende dann auch nochmal losgeworden oder du hast noch ein bisschen was anderes gemacht. Trotzdem, Shoutouts gehen raus und jo, kommen wir zur nächsten Sammlung. So, jetzt kommen wir zur zweiten Sammlung und zwar von Nakoshi. Sammelt seit 2 Jahren schon Manga und die Top 3 sind Vinland Saga, 20th Century Boys und Gute Nacht Pun Pun, also auch wieder Vinland Saga halt drin. Scheint eine gute Reihe zu sein. Ist halt wirklich so, also ich finde die halt auch gut, also von daher. Es interessiert mich ja auch, aber habe ich halt noch nicht gelesen. Ja. Aber hier haben wir mal ein paar mehr Mainstream-Titel so in der Übersicht, so dann sieht man schon mal ein paar. Vielleicht kann Nacho endlich mal auch mal Input liefern, einfach mal abliefern. Ich frage, aber das ist doch gut, weil dann kann ich mal nachfragen. Ja, okay, dann fragen wir. Das ist dann eine Fragerunde. Okay, fangen wir mal an. Im ersten Bild, dann haben wir erstmal Junji Ito hier ganz oben mit Sensor, Love Sickness und Uzumaki. Ja, ich weiß nicht, muss man bei Junji Ito noch groß was sagen? Ich glaube, jeder, also oder die meisten haben mindestens ein Werk von ihm gelesen. Oder? Das ist schon krass. Ja, aber könnte sein. Also mittlerweile hat ja wirklich Carlsen so viel rausgebracht. Da sind ja ultimativ Füllereien. No Longer Human hätte ich noch gerne. Also Carlsen, falls ihr das seht. Ja, auf jeden Fall. Also das ist so bestimmt der letzte Knaller. Da hauen sie nochmal richtig einen raus. Aber Uzumaki ist sowas Typisches, was man gelesen haben könnte. Dann vielleicht. Ja, okay, ja. Shiva. Das sind so die ersten, die ja kamen. Gio kam ja, glaube ich, als erstes. Nee, Uzumaki, auch in der alten Version. Dann Uzumaki jetzt in der neuen Version, Shiva und Gio. Du fandst ja Gio so geil. Ich finde das Gio richtig. Ich finde das herrlich. Ich habe das der Freundin gegeben, die hat es abgefeiert auch. Echt? Boah, ich bin da das komplett raus. Das ist halt so drüber gewesen. Das ist schon trashig. Nee, toll. Ja, ich lieb's aber. Nee, und Junji Ito ist, hab auch letztens wieder dieses typische Meme-Bild von hier Junji Ito von wegen The Artist und dann das Werk und dass er halt ja eigentlich so voll der Cute ist und seine Bilder halt einfach total zerstört sind und von Hayao Miyazaki so der Typ, der halt super depressed ist, aber seine Filme super cute, alles mit vielen Farben. Ist schon herrlich. Aber kann man halt machen, ne? Wenn man halt Junji Ito, ein bisschen Horror haben will, dann sollte man sich das unbedingt mal angucken. Also da geht die Empfehlung auch raus. Uzumaki oder Tomi oder so. Geschenk. Auf jeden Fall. Ist schon Hardcover. Habe ich halt alle geschenkt bekommen so. Irgendwie auch immer von Arnes Eltern zum Geburtstag und zur Weihnachten. Denkt sich auch so, was stimmt nicht mit dieser Frau? Ja. Was liest die da? Aber das, ja. Halt so. Okay.
Ja, zu Berserk und 20th Century Boys haben wir schon was gesagt. Also da sollte man auf jeden Fall mal... 20th Century Boys, wie gesagt, nochmal hier. Wahrscheinlich dann das erste Werk, was man vielleicht von Urasawa mal lesen könnte. Die Plastikumschläge sind ein bisschen Kot, aber ist ja, ist halt kacke. Kann man ja abmachen. Ja, Berserk, genau das gleiche. Dann haben wir Boys Run the Riot. Ich weiß gar nicht, ist es mit 4 Bänden abgeschlossen oder was mit 3? Habe ich auch gerade gesagt, ich glaube mit 4. Ja, aber es kann, wie gesagt, die Sammlungen, die sind alle so 1,5 Monate alt. Vielleicht hat sich da ein bisschen was geändert, ist ja nicht schlimm. Finde aber von diesem Transgender-Thema, finde ich es eigentlich echt gut gelöst. So. Das wird dir nicht so ins Gesicht reingedrückt, das hasse ich ja immer, wenn solche ernsten Themen, die in der Community noch nicht so angenommen wurden oder sagen wir in der Bevölkerung selber, wenn die einem so aufgezwungen werden. Das habe ich jetzt letztens bei Diamonds Incident gehabt, bei Veganismus. So, das wird dir so richtig hart reingeprügelt einfach. Und ich finde, bei Boys Run the Riot, finde ich, ist das schön, einfach in der Story mit drin. Plus, dass sie dann das Thema haben mit den ganzen, mit dem Fashion-Thema. Ich finde, das ist eine echt extrem coole Reihe und schöne Reihe, auch positive Vibes sind drin. Deshalb, also da geht die Empfehlung ultimativ raus, falls ihr da mal was lesen wollt aus dem Bereich. Lohnt sich. Ja. Dann Z-Man ist ja von dem Mangaka von DNA Square, ist Videogirl AI und so weiter. Und hier hat er halt mal eine Reihe gemacht, die schon extrem brutal ist. Die ist extrem düster. Also, es ist schon. Also, die geht schon in der Richtung Jagan, finde ich, von dem Brutal-Faktor. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so krass ist, brutal. Ich habe jetzt den zweiten Band davon gelesen. Und da werden halt so viele Menschen oder Frauen halt umgebracht, weil da ist so ein bestimmtes Setting aufgebaut und das ist so pervers, was da einfach passiert und dann, also auch wieder so ein psychologisches Spiel so mit einem Protagonisten. Es ist richtig krank und dann dachte ich mir halt auch so, ich hätte gar nicht gedacht, dass es in diese Richtung gerade geht. Also wäre vielleicht mit dem ersten Band nicht so, also der ist sehr langsam von dem Erzählerischen. Ja. Aber wer da jetzt vielleicht so ein Problem hat, sollte mal in den zweiten Mann reinlesen. Der ist schon, also ich finde, der geht auch so ein bisschen, der hat so Batman-Vibes von dieser Art her. Also dieses Superhelden. Batman, ja, dieses düstere irgendwie. Ja, düstere Superheld. Genau, dieses verstrickte Organisation noch im Hintergrund irgendwie, die da ein bisschen rummischen wollen und so weiter. Also da finde ich den schon echt krass und da bin ich auch mal gespannt, wie der weitergeht. Dann Akunohana, hast du den gelesen? Oshimi? Nein. Ach, hey, ich hab den ersten, da war ich wieder nicht gelesen. Hast du irgendwas von Oshimi gelesen? Blood on the Tracks und Welcome Back Alice steht da auch noch? Nein. Ah, schwierig. Aber die, guck mal, wenn du, ich weiß, dass du gerade so ein bisschen Leseflaut hast oder auch Bücher selber liest, ne, aber die sind halt schon geil. Also. Ja, also ich sehe das Potenzial. Es ist ja nicht mal so, dass das Problem, was ich ja habe, ist, ich sehe ja schon das Potenzial in gewissen Reihen und ich weiß, dass ich, wenn ich sie lese, dann werde ich sie halt gut finden. Ja. Und dann gibt es halt verschiedene Kriterien, warum ich es halt noch nicht gemacht habe. Weiß ich, bei Gute Nacht Punpun zum Beispiel habe ich es noch nicht gelesen, weil ich weiß, dass es mich das halt fertig machen wird. So. Ja. Und dann brauche ich dafür so diesen Moment, um mich fertig zu machen. Das ist so. Und bei der Reihe weiß ich nicht. Das sind manchmal so Mutsachen. Da weiß ich auch immer nichts. Und dann habe ich die Reihen, wo ich weiß, dass ich sie gut finde, weil ich weiß auch nicht, warum ich sie noch nicht gelesen habe. Ja, ja. Ja. Die kann man gut zwischendurch reinschieben, weil da ist jetzt auch nicht so viel Text drin. Da wird viel über Emotionen und Paneling halt gezeigt, ne? Auch in allen drei Reihen. Ne? Jetzt kam ja jetzt auch noch Happiness raus. Wahrscheinlich würde der da mittlerweile jetzt auch noch drin stehen. Der kam ja jetzt aktuell in dem Monat raus. Ist ja eine Art Vampir-Story. Du magst Vampire. Vielleicht wäre Happiness Vampire sogar dein erstes Ding, was man so ordentlich mal lesen könnte. Aber ja, ich find's cool. Also ich weiß doch gar nicht, was war das nochmal? Welcome Back Alice, glaube ich, mit 7 oder 8 Bänden abgeschlossen. Blood on the Tracks, glaube ich, mit 17 Bänden abgeschlossen. Wurde jetzt alles an 17, glaube ich. Ah. Wo auch lange Zeit immer gesagt wurde, ja, ich bin noch Ewigkeiten nicht aus dem Prolog raus und jetzt plötzlich, ja, okay, jetzt ist Ende. So, okay. Ich glaube, das war bei Blood on the Tracks so ein bisschen das Thema. Ich weiß auch nicht, ob das nur ein Gelaber war. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich bin da auch aktuell in allen drei Werken. Also, Flaws of Evil ist ja durch. Ja, Flaws of Evil ist ja durch. Aber ich finde die halt krass. Und Oshimi macht da auch echt was Gutes. Ich wüsste auch jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, der hat noch so zwei Reihen, die echt gut sind. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich kenne jetzt die Namen nicht mehr. Die hätte ich auch nochmal gerne. Aber wenn jetzt Happiness kommt, auch als Sammelband-Edition, ich glaube, 10 Bände. Ich glaube, dann mit 5 Bänden auch, glaube ich, abgeschlossen. Warum nicht? Also ich habe es auch schon gelesen, finde es halt ganz cool. Ich bin auch schon ein bisschen weiter, weil ich da auch schon vorher Happiness ein bisschen gelesen habe. Und dann wurde es angekündigt und dachte ich mir, okay,
Pustekuchen. Ja. Aber wie gesagt, wer Ushimi nicht kennt, wer was Psychologisches haben will, es gibt nicht so viele Richtungen Psychologie und sehr was Abgespacedes. Ich glaube, da würde ich Flowers of Evil als erstes empfehlen, also die erste Reihe hier, also die Blumen des Bösen, weil die auch abgeschlossen ist. Ist auch in dieser Riesenversion auch gar nicht so teuer, wenn man auf den Inhalt einfach mal schaut. Und dann halt überlegen, ich wüsste jetzt gar nicht, für welche ich mich entscheiden müsste, Blood on the Tracks oder Welcome Back Alice. Die haben ja beide so unterschiedliche Themen. Hier ist so das Thema so ein bisschen, so dass die Mutter so ein bisschen schwierig ist. So, und so eine Art Kontrollfreak halt und mit Zwängen und sowas. Und bei Welcome Back Alice ist es halt das Thema Genderneutralität so ein bisschen. So, und Sexualität, glaube ich. Also so in die Richtung geht das so und ich finde es dann halt echt cool. Ja. Miruko-chan haben wir dann. Also, liest du das eigentlich immer noch oder hast du jetzt eigentlich abgebrochen? Ich habe den neuesten Band da liegen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der neueste Band ist, glaube ich, der 8. Der liegt auch wirklich gerade drüben auf dem Lesestapel. Ich habe heute Morgen tatsächlich überlegt, als ich mal auf meinen Lesestapel geguckt habe. Ob du den liest? Ob ich den heute lese oder ob ich auch allgemein wirklich jetzt sage, okay, ich wurde abgeholt nach dem 6. Band so ein bisschen, weil dann hat das Ding mal endlich mal ansatzweise einen roten Faden gekriegt. Vorher war das immer so ein bisschen Slice of Life mäßig, dass immer mal, okay, sie ist dahin gegangen, dass das passiert, dass das passiert. Und dieser Humor mit den Geistern, der ist schon ein bisschen ausgelutscht so. Ja. Der Anime, der ist ja so krass, weil da sehr viel Edgy anscheinend drin sein soll, was sie eigentlich aus dem Manga irgendwie alles komplett rausgestrichen haben, fast komplett, außer ihre Freundin, die hat halt richtig großen Vorbau so, dann, das wird halt in den ersten 2 Bänden, glaube ich, nochmal ein bisschen hervorgehoben, aber sonst ist das komplett raus, ich kann es auch gar nicht sagen, weil ich den Anime nicht gesehen habe, aber ja, ich überlege es einfach nochmal, ich weiß es nicht, also... Die kostet halt 8 Euro. Das geht halt noch, wenn ich da 10 Euro für zahlen müsste, dann wäre ich schon eher so, okay, da bin ich raus. Okay. Aber, ja, schwierig. Sonst mal gucken. Jojo, ja, brauchen wir nicht so viel sagen. Jojo's Bizarre Adventure. Okay. Vierte Part wurde jetzt angekündigt bei Manga Kult. Also Part 4 kommt. Für viele fängt ab Part 4 Jojo's an. Dann ist das Beste, oder? Ja. Ja. Ich finde es auch witzig, dass mir jetzt sieht man, also bei Berserk habe ich es auch schon gesehen, dass die anscheinend, oder ja, die Bände so rauszieht, wenn sie beim, also um zu gucken, wo gerade der Lese beim Lesen ist bei den Reihen. Ja, aber wieso sollte man dann Berserk den ersten Band rausziehen? Vielleicht hat sie die schon gelesen. Ach so. Also, ach, keine Ahnung. Aber es sieht, also bei dem sieht es halt so aus wie, hier bin ich gerade. Oder vielleicht das ist der letzte, den man gerade gelesen hat und dann nimmt man den nächsten, I don't know. Ja. Ich müsste mal wirklich mal auch auf dem Discord, auch wie wir das auf Manga One auch haben, so ein Gender-Ding reinpacken, damit wir wissen, ob er oder sie, das ist immer so ein Problem. Deshalb. Wir wissen es halt gerade nicht. Pronomen, welche Pronomen? Pronomen, korrekt. Dann Neon Genesis Evangelion ohne den Schuber, habe ich auch noch nicht gesehen. Ach so, gehst du jetzt nach... Was? Wir sind jetzt beim dritten, ist das schon vorbei, oder? Bleach. In welcher Richtung wie gehen bist du? Wie gehen wir das Regal Ich nehme jetzt das dritte Bild so, was ich jetzt habe. Aber du musst einfach nur ein Bild weitergehen. Achso, ich hab die komplett an sich gerade die ganze Zeit. Okay, dann machen wir so weiter. Ja, okay. Dann passt es jetzt. Ah, ja. Einmal mit Profis, ist halt wirklich so. Sorry. Nee. Ja, ohne Schuber. Neon Genesis ohne Schuber. Neon Genesis brauchen wir auch nichts zu sagen. Werde ich persönlich auch nochmal einen Reread ankündigen auf Manga One in dem Lesecafé. Wir machen es ja gerade mit Soul Eater. Ich werde es mit Noragami irgendwann auch nochmal machen. Aber wenn Noragami abgeschlossen ist, auf jeden Fall, da frage ich dann auch nochmal nach. Neon Genesis wird das gleiche sein. Ich glaube, ein Band fehlt jetzt noch. Band 7 oder Band 8. Ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig. Dann ist der Schuber voll. Soweit sind wir gerade. Und von daher, gönnt euch. Mhm. Also Neon Genesis ist gerade, obwohl es gerade wieder neu rausgekommen ist, immer noch unter dem Radar. Viele Leute mögen das irgendwie gar nicht. Ich verstehe nicht, wieso. Also da gibt es halt so, bei Neon Genesis halt wirklich, entweder mag man es oder man hasst es so. Da gibt es irgendwie Geist dazwischen. Das finde ich ein bisschen strange. Ja, muss man aber auch sagen, ist halt psychologisch angehaucht. Ne? Also man muss das auch anders lesen als eine Actionreihe. Also von daher. Ja. Da muss man schon mehr aufpassen. Korrekt. Die Geschichte der drei Adolfs, Tezuka, habe ich letztens auch gelesen. War mein letzter Tezuka, den ich gelesen habe.
finde ich von der Machart, finde ich es richtig stark. Also da muss man sich Zeit lassen, weil der ist sehr textlastig. Aber der ist von dieser Prämisse, ich sage jetzt einfach mal, wir haben jetzt einen Urasawa mit Monster. Ich will das jetzt nicht vergleichen, aber damit ihr so ungefähr was wisst. Also Urasawa von Monster ist auch so ein bisschen in sich sehr verstrickt. Und man weiß halt nicht, es passiert halt was, wo man dann halt weiß, wieso passiert das gerade? Und dann kommt irgendwer anderes rein und geht dann, versucht das in eine andere Richtung zu lenken. Und dann bei Adolfs ist es halt ähnlich. So, es ist ein bestimmter Vorfall da und das ist so sehr mysteriös, wieso ist das passiert? Und er recherchiert danach und so weiter und das verstrickt sich dann immer mehr in eine richtig kranke Story. Deshalb kann ich einfach nur sagen, wer Tezuka gerade haben will, ich habe MW noch nicht gelesen, den will ich auch noch mal demnächst lesen, aber dann kann man auf jeden Fall die drei Adolfs auf jeden Fall sich mal geben. Es gibt ja noch Buddha, aber Buddha ist zu teuer. Deshalb ist das auf jeden Fall the way to go. Buddha ist halt wirklich zu teuer. Das sind ja so 10 Hardcover-Bände. Ich glaube, ein Band kostet 20 Euro oder so. Oder sogar noch mehr. Also das ist echt teuer. Da ist wahrscheinlich so, dass es auch nicht so, die auch teurer sind, weil das jetzt ja nicht Mainstream ist. Auch für das ältere Publikum. Die zahlen dann halt auch ein bisschen mehr. Ne? Und dann ist das halt Tezuka, könnte ich mir vorstellen. Es läuft halt richtig kacke, bis irgendwer das vielleicht mal hardcore hypt. Aber Tezuka kam ein bisschen irgendwie noch nicht an. Aber drei Adults, wenn man wirklich Monster mochte, ich sag's jetzt einfach, wenn man Monster mochte von dem Verstrickten, dann sollte man sich mal die drei Adults angucken. Ist von der Zeichnung her ein bisschen einfacher gehalten, aber es ist so typisch Tezuka. Aber dann kann man das auf jeden Fall mal machen. Genau. Asadora, auch ein Urasawa-Werk. Ist für mich das Schlechteste derzeit. Ich habe den sechsten Band jetzt. Ja, es ist halt auch noch nichts passiert. Jetzt muss man wieder sagen, okay, sechste Band, das habe ich letztens nämlich auch gemacht. Der sechste Band ist jetzt draußen. Das wären jetzt drei 20th Century Boys Bände, so wenn man es vergleichen würde, weil die sind ja alle, oder Monster, weil das sind ja alles Doppelbände. Und dann habe ich überlegt, so ist in den ersten drei 20th Century Boys Bänden viel passiert? Ist in den ersten drei Monster Bänden viel passiert? Pluto kann man nicht mit vergleichen. Pluto hat ja nur diese 8 Einzelbände und da passiert dauerhaft was. Von der Story her ist das halt krass. Da kommt jetzt auch der Anime raus. Bin gespannt, wie der angenommen wird. Ich glaube, jede Folge, glaube ich, eine Stunde. Und pro Band, also das ist halt schon krass. So Dreiviertelstunde, das wird, glaube ich, heavy. Wird aber geil. Das wird das Urasawa-Ding wieder pushen. Da bin ich auch froh, dass das dann halt nochmal kommt. Aber da so ist wirklich nicht viel passiert und es eiert gerade so ein bisschen. Also ich weiß gerade nicht, ob Urasawa da, ob der immer weiß, wie seine Werke direkt schon enden, ob der immer sagt so, okay, so ist das Ende. Schreibt erstmal. Ja, ich weiß. Dann gucken wir mal, wo es hingeht. Ja, das weiß ich nicht. Da fehlt mir so ein bisschen der rote Faden. So, das ist mir zu Slice of Life mäßig angehaucht und zu wenig verstrickt. So bei 20th Century Boys, das ist wirklich in sich verstrickt. Billy Bat ist in sich verstrickt und so weiter. Aber Asadora hat das nicht. So. Ich würde halt gerne jetzt gerade auf den Inhalt eingehen. Mich zwickt es gerade schon ein bisschen, damit man, aber vielleicht irgendwann mache ich nochmal irgendwie eine Folge, dann kann man über Asadora nochmal sprechen oder sowas und dann hören ein paar Leute weg. Aber das finde ich halt schwierig, ja. Dann One Room Angel. Den haben wir, glaube ich, oft schon. Hatten wir auch schon oft schon. Also kann man auch mal machen. Leute, das ist kein Boys Love. Genau, das ist kein Boys Love und das ist keine Hardcore Gay Action. Das ist halt nicht so. Das ist ein guter Einzelband. Wobei, er hat auch ein bisschen mehr Inhalt, ne? Ist halt nicht eine typische Einzelbandgröße. Ja. Aber auch für ein bisschen für das ältere Publikum. Ich glaube nicht, dass man mit 16 damit was richtig anfangen kann. Das ist von der Komplexität und von diesem Slice of Life-mäßigen schon ein bisschen mehr zum Nachdenken fürs Leben so. Und deshalb, wer sowas mag, vielleicht auch von den Jüngeren, kann sich das mal geben. Hätte ich auch niemals gedacht, dass mich das so abholt. Dann Frau Suzuki wollte doch nur ein ruhiges Leben, ne? Habe ich keine Ahnung von. Hast du den gelesen? Ich habe den letzten noch nicht gelesen. Ich habe immer ein Problem mit den letzten Bänden, aber ich mochte das. Also es sind drei Bände abgeschlossen. Geht darum, ist auch schon lange her, dass also diese Frau Suzumi ist halt die Nachbarin von so einem kleinen Jungen, wo dann halt, was halt zu Hause passiert, sage ich es mal so. Und sie sich dann halt um ihn kümmern muss, weil dann so eine Organisation halt hinter dem her ist. Und sie halt sie will halt ein ruhiges Leben. Also eigentlich hat sie gar keinen Bock so irgendwie, weil sie jetzt an dieser Situation drin ist. Aber ich finde, das ist alles sehr,
Ja, also ich weiß nicht, ob charmant das richtige Wort ist, aber irgendwie finde ich das schon, diese Dynamik, die dann halt zwischen den beiden dann entsteht und sowas. Und was das auch mit ihr dann halt macht, dass sie dann halt dieses Kind jetzt dann hat, worum sie sich halt kümmern muss. Das ist ganz cool. Also vor allem so, es ist ja immer so bei, wenn es so kurze Reihen sind, kann man ja mal oft sagen, so kann man ja machen so. Ja. Finde ich, ist auch schön gezeichnet und alles. Deswegen, also mir jetzt schon gefallen. Aber ich weiß halt noch nicht, wie das Ende ist. Deswegen kann auch noch sein, dass das Ende halt kacke ist. Aber die ersten zwei haben mir schon sehr gut gefallen. Ja. Ja. Aber wie du es sagst, ne, bei drei Bänden kann man nicht viel falsch machen, sondern man kann sich zwischendurch mal, das finde ich halt immer ganz interessant, dann schiebt man sich einfach zum Schluss, also zwischendurch zum Schluss, einfach mal so eine Drei-Band-Reihe halt rein. Wie bei Ja. zum Beispiel, ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft, wie wir gerade hatten. Genau. I had the same dream again, Parasite in Love, was es da alles für Reihen gibt, so, die so drei, vier, fünf Bände haben. Die kann man immer mal wirklich mal so zwischenschieben. Das tut auch mal gut, weil das auch vom Storytelling dann auch mal ein bisschen was anderes ist, weil das dann gemünzt ist auf auf diesen kurzen Ja. Teil, ne? Ist er meistens auch offen gelassen. Ich sehe ja auch gerade My Capricorn Friend mit Einzelband. Das ist halt so ähnlich. Den kann man halt zwischendurch mal einfach mal kurz reinschieben. Und das ist mal ein bisschen was Erfrischendes. Also da Empfehlung geht raus. Genau. Dann MPD Psycho. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Es gibt gerade nicht viele psychologische Reihen, die sehr deep reingehen und in dieses sehr perverse. Wenn man so sagt, okay, man hat eine Killer Inside Diverse. und so einen Homunculus, dann kommt dabei raus MPD Psycho ungefähr. Finde ich, geht in die Richtung, wer diese Mindhunter-Serie gesehen hat. Ich weiß, die wurde ja leider abgebrochen in irgendeiner Staffel. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Ist so krass. Weil er ist, MPD steht ja für Multiple Persönlichkeitsdetective. Und da sind schon ein paar perverse Fälle drin. So, erinnert mich auch ein bisschen teilweise vielleicht an Seven mit Brad Pitt. Also, Ja. ja, da sind, ja, das ist schon pervers. Also, im ersten Band werden zum Beispiel in Gehirn oder in Köpfen werden Pflanzen angepflanzt, so, Ja. damit ihr schon mal ein Beispiel habt. Da muss ich nicht weit reinspoilern in die anderen Bände. Aber Ja, das ist nicht. dann halt schon echt pervers. Leute werden da irgendwie teilweise seziert und Mega verstümmelt. es ist halt Es ist schon sehr heavy. ist schon krass. Ist Das ist teuer. aber 16 oder ab 18 Boah, ich wahrscheinlich. weiß es gar nicht. Der ist auf, ja, ich weiß es nicht. Aber der ist mega teuer. Teilweise Ja. nicht so geil gezeichnet, finde ich. Und Findest du? ja, und Also ich her. finde das manchmal so passend irgendwie. Ja, okay, es passt zu dem, was Das ist es ein ist. passender Stil. Ja, okay, das nehme ich hin. Ja, aber es ist jetzt nicht so, also wenn man das mit anderen Werken vergleicht, ist es halt Ja. nicht so krass. Und Hayabusa hatte mal gesagt, die haben da die perfekten Druckdaten nicht. Der wurde ja auch im Englischsprachigen, wurde ja auch abgebrochen. Und da mussten die teilweise Sachen einscannen. Deshalb sieht man auch manchmal bei den Oh, Hintergründen, stimmt, glaube ich, stimmt. dass sie sehr verblasst sind. Ja. Aber ja, muss man überlegen. Wie gesagt, da müsst ihr richtig hart überlegen. Die Reihe ist halt lang. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände die bekommt. Ich glaube, 10 oder sowas oder sogar noch mehr hat die ja. Und dann kostet ein Band, glaube ich, 20 Euro oder so. Ja. Das muss man sich entscheiden dafür. Also, ob man das halt macht oder Muss man nicht. sich darauf einlassen. Genau, da muss man sich drauf einlassen. Genau. Okay. Dann Solanin. Die Englische wieder? Genau, die englische von Inyo Asano. Ich die ein. Also, ich finde den echt stark. Ist auch einer meiner Favorite-Werke so. Ah, nee, den habe ich nicht, ja. Nee? Leute, Leute, ne? Ich hätte gerne. Ich glaube, der zweite oder so ist vergriffen. Das könnte sein, ja. Aber Also es sind nämlich nicht beide, aber einer von den beiden. ja, es muss gerade, vielleicht durch den DDD-Anime oder sowas, braucht vielleicht mal Inyo Asano auch mehr Aufschwung. Ich weiß nicht, ob die Ja. vielleicht mal so nach und nach jetzt auch ein paar mehr Seinen mal lizenzieren für den Anime-Bereich. Solanin ist eine Reihe, die könnte man auch echt gut verfilmen. Auch Solanin als Live-Action sehe ich auch. Fände ich halt auch richtig gut. Vielleicht gibt es auch eine Live-Action und ich habe es halt verpasst oder sowas aus dem Japanischen. Aber das fände ich halt krass, weil es schon sehr deep ist, was da halt passiert. So einmal ist es halt schon heavy, weil Inyo Asano geht halt immer bis zu einem bestimmten Punkt so und dann macht er halt einmal einen Cut und dann passiert halt was und dann bist du halt innerlich zerstört Der und dann, genau, und Break. dann versuchst du das menschlich irgendwie zu retten. Das ist halt das, aber ja. Dann guter Punkt, wo brauchen wir nichts zu sagen. Blue Spring Ride Ja. ist das. Ja, das ist die Neuauflage. Ich habe die alte, das sind glaube ich 13. Wo steht das denn? Keine Ahnung. Also es sind glaube ich da oben. Ich sehe nicht, da steht was davor. Ich glaube, es sind 13 Lande. Ja,
ist halt so, hat jetzt der Tokyopop jetzt so ein paar Mal gemacht, dass sie ja so ältere Reihen, also die war auch vergriffen, ein paar von den Bänden, jetzt nochmal rausbringen als Doppelbände und dann halt noch ein schönes Rückenbild drauf klatschen und dann hier noch die Schokocard drauf. Also ich habe die jetzt noch nicht geholt, weil ich habe ja die alte. Finde ich eigentlich, es ist halt so eine Sache, weil diese Rückenbilder waren jetzt ja sehr gefragt. Mittlerweile so bei Kites und so machen die das ja auch und oder? Doch, Solita und sowas, genau. Ich glaube, es ist so eine Geschmackssache, ob man das mag oder halt nicht mag. Ich glaube, ich bin zwischendurch ganz cool, aber ich glaube, wenn dann dein Regal voller Rückenbilder ist, dann weiß nicht, dann wirkt es, glaube ich, auch ein bisschen chaotisch. Auf jeden Fall. Also, da bin ich sogar bei dir. Also deswegen. Sonst sollte man einen Schuber rausbringen und dann einen Schuber einmal dran klatschen. Ja. Aber also, halt auch nur so zwischendurch, ne? Weil ich finde es eigentlich dieses, also ich bin ja Team, ich mag nicht, wenn jeder Band eine andere Farbe hat, so. Ich mag schon, wenn es so einheitlich ist, aber ich muss sagen, also ich habe ja auch helle Regale, finde ich das eigentlich bei diesen ganzen Shoujo-Sachen, also jetzt sind halt so Rückenbilder, aber ganz lange war ja wirklich dieses alle in weiß und dann so ein kleines Bild und so. Und ich finde das also ästhetisch gesehen schön. Ist vielleicht dann auch ein bisschen blöd, also es ist halt so eine Frage, aber dann sieht man halt nicht mehr so ganz, wo fängt eine Reihe an und wo hört die andere auf, weil das ja alles sehr ähnlich dann halt aussieht. Wenn man aber dann dazwischen dann so ein Farbbild da hat, ist glaube ich ganz hübsch, aber ja, ist eine süße Reihe, kann ich empfehlen. Bisschen, wenn man so Shoujo mag, so ein Classy One. So ein Classy One? Classy One, ja. Okay. Was natürlich jetzt nicht so eine krasse, also nicht so eine süße Reihe ist, ist halt My Capricorn Friend, ne, mit einem Band abgeschlossen. Geht ja auch um das Thema so ein bisschen Mobbing. Wird halt krass aufgegriffen, ist halt so teilweise ein bisschen offen gelassen. Auch so ein bisschen fantasiemäßig angehaucht. Ich sag jetzt mal Wind. So, dann wissen viele, die das gelesen haben, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Auf jeden Fall kann man das mal zwischendurch machen. Ich weiß gar nicht, ob man die noch so kriegt. Aber auch von der Mangaka, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie sie heißt. Scheiße. Das sind auch mehrere, oder? Ist doch. Ja, aber die wichtige ist halt die mit dem Oda steht. Die hat ein paar Werke halt rausgebracht, die halt auch echt gut sind. Die halt auch immer in diese Richtung gehen. Ich kann es jetzt, tut mir leid, ich kann es jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, aber. Ja, also meine ist halt leider auch da unten. Ja, ist nicht schlimm. Auf jeden Fall, wenn googelt's mal einfach oder gibt's mal bei Manga Guide ein oder bei Manga Passion und dann guckt ihr mal, was da noch da ist. Wenn ihr My Capricorn Friend mochtet, dann guckt mal in die andere rein. Ich habe da auch schon ein paar andere von der gelesen. Von der Storytellerin, ich glaube, es ist eine Sie, deshalb kann man auf jeden Fall gut machen. Dann Call of the Night. Jetzt kommt was Spannendes. Ich bin ja Call of the Night komischerweise aktuell. Ich habe Band 7 letztens gelesen. Band 8 ist jetzt rausgekommen im Oktober. Den habe ich auch drüben auf meinem Lesestapel. Bin ich sogar. Nee, da habe ich, glaube ich. Ach, guck mal hier. Das gibt's doch gar nicht. Ha. Werbung. Nee, also er lag hier noch, weil ich Tokyopop gerade ausgepackt habe. Ich habe meine Tokyopop-Manga gekriegt von Oktober. Hier ist noch der andere, den ich von Oktober gekriegt habe. Hier kann man auf jeden Fall in beide reinlesen. Aber ich habe jetzt auch aktuell halt Call of the Night gelesen. Letztens mich mit Verena drüber unterhalten, weil die auch die gerade am Lesen ist. Und hat mich dann halt auch so gefragt, hey Tjorm, sag mir mal jetzt ganz ehrlich, wie findest du Call of the Night? Und ich so, boah Verena, ich kann dir das gar nicht so hundertprozentig sagen. Ich bin da aktuell. Aber es ist so eine Slice-of-Life-mäßige Reihe, die du wegliest, die teilweise manchmal sehr viel Text hat und die gar nicht so viele Ankerpunkte hat, weil so viel passiert. Weißt du, du hast gar nicht, also du kannst gar nicht mit einem, wenn der 7 Bände gelesen hat, ich weiß gar nicht, wie der Anime da ist, aber du kannst gar nicht dann immer sagen, okay, da ist das passiert, also keine Ahnung, da kommt neu. Was ineinander übergeht. Genau, oder? Und da, weil das oft auch irgendwie das Gleiche ist. So, man kann, hat so Ankerpunkte, also es kommen ganz viele noch andere Vampire hinzu, das kann man zum Beispiel sagen, ohne da jetzt zu spoilern. Dann kommt noch eine dazu, die ein bisschen gegen die Vampire ist, man kennt ihre Hintergründe zum Beispiel noch nicht. Dann wird ein bisschen von ihr selber so die Hintergrundgeschichte aufgedeckt, so wie ist sie zum Vampir geworden und so weiter und so fort. Das sind so Highlights, die halt da drin passieren, aber trotzdem sehr Slice of Life mäßig erzählt. Und sie hat mich dann so gefragt, hey Tom, würdest du die abbrechen? Und ich meinte zu ihr, ganz ehrlich, das ist ein bisschen wie bei Rental Girlfriend, das ist so eine Hassliebe. Also
Die, eigentlich du ist diese Reihe, ne? Ja, eigentlich ist die, ja, eigentlich ist die nicht gut, aber ich habe mir letztens auch gedacht, jetzt als ich den Band jetzt dann rausgeholt habe, dachte ich mir einfach so, eigentlich hast du da voll Bock drauf. Ja, gut, das ist vielleicht so, wie heißt das denn nochmal? Na, so eine Wholesome, also anscheinend fühlst du dich damit so gut, so dass beim Lesen, dass du dann denkst, so, ja, why not? Also es muss ja auch nicht immer alles, ich glaube, auch wenn mich Leute fragen, ja, ist die gut? Also es muss nicht immer alles ein mega krasses, deepes Werk sein. Ja. Es kann halt auch einfach mal so, ich lasse mich, also ich meine, es ist ja wie bei so Filmen halt auch so, man kann sich ja auch einfach manchmal berieseln lassen so. Also diese ganzen Superheldenfilme, das ist jetzt nicht, also das ist jetzt nicht das Neue irgendwie, was so ultra krass und ah, was krass hier mindblowing ist, sondern es ist einfach so, ja, ich setze mich dann da hin und lass mich berieseln. Ja, das ist ja bei vielen Slice of Life rein ist das ja auch einfach so, ne? Ja. Also ich würde jetzt auch mehr sagen, dass das Slice of Life ist. Hier steht jetzt Mystery hinter. Mystery sehe ich da jetzt so gar nicht drin. Ja, wahrscheinlich, weil es also, Vampire sind. Ja, so. Das ist dann sehr, direkt Mystery. Sehr Slice of Life mäßig angehaucht, so, weil das wirklich, du, also sie gehen halt immer abends raus und dann ist dann halt einfach so ein ganz normales, dann gehen sie zu einem Getränkeautomat, dann quatschen sie da wieder, dann kommt mal wer von der Seite rein und sagt dann so, ach, was machst du denn hier, dann quatscht ja, er wieder okay mit dem. Und so eine Reihe ist das, die du halt zwischendurch einfach mal so irgendwie lesen kannst, aber ja, ist es halt, weiß auch nicht, also das ist so das. Ja. Ich hätte mal gerade so gemerkt, ich müsste eigentlich mal meinen Steam ausmachen. Da wurde gerade wer angezeigt. Jetzt mal so eine Sekunde, ich mach mal meinen Steam aus. So, Steam beenden. Steam wurde beendet. Nee, aber okay, das ist halt so das. Ich find's halt geil. Also irgendwie. Ja, ist so schön. Aber irgendwie so, auch nicht. So. Ja, deshalb, wie gesagt, es muss nicht alles das Meisterwerk sein. Okay. Ja. Das ist voll okay, dass du das gut findest. Es ist schwierig. Aber halt vielleicht auch nicht. Ja. Aber was ein Meisterwerk ist, ist Black Clover. Das ist so ist meine so Lieblingsreihe. Ist, ich sag's hier auch nochmal, manchmal hasst sich die Community. Irgendein Idiot hat behauptet, Black Clover würde von allen möglichen Battleshonen klauen und das ist ja alles nur geklaut und was weiß ich was. Dann wird das auf TikTok noch weiter aufgemischt. Dann wird gesagt, ach, Black Clover ist gerade mit in dem jetzigen Arc. Ja, was war denn da vorher? So die letzten 30 Bände, so, das war das auch alles mit? Nein, das war gut. So, und dann überlegst du dir so, eigentlich haben doch fast alle von Dragon Ball geklaut. So, Dragon Ball war der erste Battleshonen. Wie viele Sachen von Dragon Ball übernommen wurden? So, My Hero Academia besteht da im größten Teil aus irgendwelchen Sachen, die sich aus irgendwelchen Werken irgendwann mal zusammengeholt sind, außer dieses ja Superhelden-Setting. So, und das verstehe ich nicht. So, also, es gibt keine Werke, die sich so komplett abheben. Klar, Jujutsu Kaisen sieht ähnlich aus wie Bleach, so, aber keiner sagt zu Jujutsu Kaisen, ja, die hätten von Bleach geklaut. Hä? Wieso nicht? Das macht halt gar keinen Sinn. Also deshalb bleibt mal einfach mal sachlich, konstruktiv und bleibt mal auf dem Teppich hier. Ist halt wirklich so und kommt jetzt nicht drauf. Und wie könnt ihr denn zu ab Band 34 sagen, ohne Witz jetzt, Black Clover ist gerade mit? Alter, ihr habt bis Band 34 gelesen. So, hä? So muss es ja gut gewesen sein. So, das macht gar keinen Sinn. Entweder hat man es dann nicht gelesen und schließt sich einfach nur eine Masse an und sagt dann so, weil irgendwie der sagt, Black Clover ist mit. Also ich muss mich da jetzt einfach mal drüber aufregen. Also, Crown ist sauer. Es ist halt wirklich so. Also das macht solche Reihen einfach kaputt. So, und das hat einfach Black Clover nicht verdient. So, Black Clover ist gut. Ich finde Black Clover immer noch einer der besseren Battleshonen. Ich finde ihn sogar besser als Naruto zum Beispiel, auch wenn Naruto andere Vibes hat. Als Beispiel, ich finde ihn besser als My Hero Academia. Ich finde ihn besser als JJK. Ich finde Black Clover besser als Chainsaw Man und so weiter. Aber einfach nur, weil mir das Setting zusagt, weil mir das Pacing zusagt, weil mir die Charakter zusagen. So, und dann scheiß doch drauf, ob da irgendwo mal irgendwas gleich gewesen ist von irgendwo. Ja. Ja, also man kann ja auch nicht das Rad neu erfinden. Das, klar werden sich immer Sachen ähneln und ich meine, bei so Shoujo-Sachen ist ja auch, sind wir mal ehrlich, es ist alles das Gleiche. Ja. Und dann hast du halt die Protas, da kommt noch eine Person und dann ist so das Love Triangle und das ist, ja. Aber ich meine, das ist ja auch nicht schlimm. Also auch wenn Sachen ähnlich sind, dann ist es ja trotzdem irgendwie durch die Charaktere kann es halt anders sein und das ist ja anscheinend für dich in der Reihe halt so. Das ist ja auch voll okay. Und ich verstehe auch mal nicht, warum Leute dieses rum. Also, ich verstehe sowieso nicht dieses,
warum man Reihen so rumhält, also das so fertig machen muss. Also klar muss, kann man halt auch kritisch sein, aber das ist halt auch nicht mehr irgendwie sachlich, was du halt sagst, das ist keine sachliche Kritik. Das ist halt einfach nur so, ja, ich will jetzt hier Klicks machen und ich mache jetzt mal irgendwie kontroverse Aussagen und irgendwie das ins Hochtreiben, das finde ich auch mal sehr nervig. Also ich meine, ich als One Piece-Fan kenne das ja nur zu gut, dass die Leute dann auf One Piece rumhacken und sagen, ja, das ist doch alles, das ist doch Hetze. Ja. Und ich denke mir so, ja, und jetzt? Also ich finde die Reihe trotzdem toll. So. Ja. Du, naja. Du kannst dich als Creator, ist halt einfach so, man schließt sich als Creator einfach der Masse an. So, ja. Und dann redet man dann für die Masse und dann kriegt man natürlich auch die ganzen anderen Massen so. Das ist, das ist so das AfD-Ding. So, geh einfach auf die breite Masse zu und du kriegst die ganzen Idioten mit dazu. Also, ist halt wirklich so einfach. Komm, ey, bleib mal locker. Ja. Ey, Black Clover ist einfach Pike. So. Genug geraged hier. Ist halt wirklich so. Bleach! Bleach! So, genau das Gleiche, Mann! Bleach! Ey, du machst eine Umfrage, was ist das Beste aus der Big Three? Dann ist One Piece erster, Naruto zweiter, Bleach dritter. Bleach war schon immer unter dem Radar. Ist halt wirklich so. Bleach war schon immer unter dem Radar, aber keiner kann dir sagen, wieso Bleach so tief da unten ist. Ich werde sie alle zerstören einfach. Ich bin so aggressiv. Es gibt jetzt einfach eine Begründung. Jetzt hau einen raus. Es gibt dir einfach eine Begründung. RTL 2. Ja, weil alles auf RTL 2 war, außer Bleach. Ja. War Bleach, wo lief Bleach denn? Lief Bleach überhaupt im Fernsehen irgendwo? Keine Ahnung. Nicht, ne? Ich habe es halt also anders gesehen. Nicht im Free TV. Ja, ich glaube, das ist, also ich befürchte, das ist das der Unterschied, dass Naruto und One Piece bei RTL 2 liefen. Man kam halt nach der Schule nach Hause und hat Animes geguckt. Und dann siegt man, also das kennt man ja aus Filmen ja auch, Nostalgie siegt. Ja, und dann sind jetzt die Älteren einfach die Wortführer für die Jüngeren oder was und sagen dann ja, Naruto und One Piece ist einfach besser? Nee, aber ich glaube halt, gut, bei Bleach ist natürlich das Blöde irgendwie so ein bisschen auch, dass ja dann jetzt der Anime jetzt nochmal nachträglich weitergemacht wird, was so ein bisschen, finde ich, den Flow rausnimmt aus dem Ganzen. Also klar, ist halt cool so, dass es halt weitergemacht wird, aber ich finde es halt... Also ich persönlich finde, man kann sich dann schlecht sagen, jetzt ich gucke jetzt nochmal Bleach von vorne zum Beispiel den Anime, weil du halt so einen krassen Cut dann von dem Stil und einfach hast. Das sind so Kleinigkeiten, das kann einen Einfluss machen. Ja. Ich sag ja auch nicht, dass Bleach schlecht ist, aber ich glaube einfach, dass zum Beispiel so für das vielleicht ein bisschen zu krass ist für jüngere Leute. Also das Naruto, ich meine, bei jüngeren Leuten ist ja auch nicht One Piece die Nummer 1, sondern ich glaube Naruto. Bei ganz Jüngeren, ja, ich glaube Naruto ist da deswegen, eher so. Weil das klar. Ist irgendwie so, das, und ich glaube dadurch ist es dann halt so, dass Jüngere zum Beispiel sagen so, Naruto, Naruto beste. Ja. Ja. Ja, aber Bleach ist ja auch schon immer das ältere Werk gewesen. Hatten wir ja auch letztens mal eine Diskussion, wo wir sagen, wenn man das im Vergleich setzt, ist das mehr so das Werk für Ältere, so weil sich die Charakter da so ein bisschen... Der Anfang ist ein bisschen ähnlich so, aber wenn man das mit One Piece Anfang vergleicht, so wie sich Ruffy verhält, wie der so ein Gutmensch ist, das ist zwar Ichigo in dem Sinne irgendwie auch, weil der auch so ein Gerechter ist und will auch immer alle verteidigen und so weiter, aber es geht schon direkt irgendwie teilweise in eine andere Richtung. Und Bleach ist halt wirklich, wenn man einen Fighting-Manga haben will, Bleach besteht halt aus großen Kämpfen dauerhaft, ne? Das sind halt Kämpfe, gerade auch gegen Mitte, Ende und sowas. Finde ich aber auch ungerechtfertigt und jetzt kommen die Leute als 1000 Year Blood War, haben sie gut animiert und sowas. Und jetzt ist plötzlich Bleach ganz gut, finde aber trotzdem ist immer noch ein bisschen unter dem Radar von allen. Deshalb, ich verstehe es nicht. Also, keine Ahnung. Also Bleach fehlt mir so ein bisschen gerade so der Hype auf die Reihe, aber war ja schon immer so ein bisschen. Aber ja, genug über Bleach. Also. Aber das ist halt genau das gleiche wie bei Black Clover. Bleach war immer unter den anderen irgendwie. Ich finde es immer schön, wenn dann Leute dann für Bleach voten, weil Bleach ist meine Nummer 1 von den dreien. Deshalb, aber ja. Ja. Genau. Chainsaw Man haben wir dann.
Chainsaw Man müssen wir auch nicht viel zu sagen. Ja, Chainsaw Man müssen wir nicht viel zu sagen. Chainsaw Man ist halt gerade selbsterklärend, von daher gehen wir einfach mal drüber weg. Ich bin auch gespannt, wie es da halt weitergeht. Witch Watch, das neue Gintama so ein bisschen, dass man da so sagt, okay, Gintama hat ja dieses Samurai-Edo-Setting und Witch Watch besteht ja aus diesem Hexen- Oga-Ding so, also diese Fantasiewelt gepaart in dieser echten Welt, dass sie die reingeschoben haben. Ja, mit ein paar Easter Eggs drin. Deshalb. Starving Anonymous, hast du den gelesen? Ja. Noch nicht komplett. Ich weiß gar nicht, wie bis zum wievielten Band ich jetzt gelesen habe. So, was sage ich zu dieser Reihe? Ich fand's nicht schlecht. Also das, was ich bis jetzt gelesen habe, bis zur Hälfte habe ich gelesen oder so. Aber schwierig. Das ist so eine. Das ist halt auch so die. Bisschen in diese Ekelrichtung geht das Ganze ja auch. Aber ich finde es halt nicht so deep wie ein NPD Psycho oder irgendwie sowas. Das ist mir zu ober. Also es ist schwierig. Also ich würde die Reihe, will ich wahrscheinlich noch irgendwann mal zu Ende lesen, aber es ist jetzt, glaube ich, jetzt keine Reihe, die ich jetzt jemandem ans Herz legen würde. Okay. Wenn er sagt, ich möchte was anderes lesen, dann würde ich dann eher sagen, ja, wenn du mit Ekel, also so, wenn man sowas in die Richtung Ekel und so, würde ich dann halt eine andere Reihe eher, glaube ich, empfehlen. Okay. Ist so ein Mittelding. Ja. Ja. Das war auch so wieder so eine Reihe, die kam raus. Ich fand die von den Covern ganz cool. Ich habe mal für mich persönlich gesagt, so, ich warte einfach mal ab. Ja. Und ich habe sie nicht vermisst. Gibt es halt ein paar Reihen, so auch bei Brutal oder Gannibal oder sowas, die auch genau das gleiche sind, irgendwie in die Richtung. Ja. Brutal ist ja, glaube ich, bei MC rausgekommen, Gannibal bei Hayabusa. Mhm. Auch so ein bisschen psychologisch, auch ein bisschen eklig, so in die Richtung. Ja, aber genau, aber es ist jetzt nicht sowas. Nee. Nie, also kann man machen, aber muss man weiß nicht. Muss man nicht. Dann More Than a Doll, der Cosplay Edgy Romance Manga. Ich weiß gar nicht, ich freue mich da eigentlich schon auf Band 11, so ein bisschen so. Da kann man zwischendurch so Marin, so Good Vibes kann man auf jeden Fall mal ein bisschen machen. Wer das halt möchte, warum nicht? Also mehr kann man da irgendwie nicht wirklich zu sagen. Ob es jetzt von einem Cosplay-Inhalt, das kannst du wahrscheinlich mehr bewerten, ob das einen Sinn ergibt, was sie da halt manchmal erzählt. Das ist so das, da kann ich halt nicht so sagen, aber... Also ist halt ein bisschen anders, also... Dadurch, dass es in Japan spielt, ist es natürlich dann noch so ein bisschen anders, weil die da wirklich ja diese riesigen Shops, das sieht man ja, glaube ich, in den ersten Bänden oder so im ersten oder im zweiten, da gehen die ja richtig so diese Sachen halt kaufen dafür und haben da Zipperrücken und alles. Ja. Und das ist jetzt hier in Deutschland nicht so der Fall. Also hier hat man jetzt ja nicht so eine krasse Auswahl wie in Japan, wo es ja auch herkommt. Und dann hast du ja wirklich so ein etagenweise Perücken und Stoffe und fertige Cosplays, die du einfach so kaufen kannst und diese ganzen Extras, die extra für Cosplay gemacht sind irgendwie. Ja. Das ist schon ganz cool. Also ich kenne es ja auch vom Sehen, als ich in Japan war, habe ich mir das ja auch mal angeguckt. Ja, da gab es ja einmal dieses kontroverse Szene, ja, wo sie sich ja so ein dunkles Make-up raufmacht, weil sie, glaube ich, einen schwarzen Charakter oder so macht. Und das war ja so schwierig, aber sonst insgesamt finde ich, das ist eine sehr süße Reihe, also macht halt auch Sinn, würde ich so sagen, wie die Sachen, ich weiß auch gar nicht, also oft ist es ja auch so, dass ja, wenn Leute Manga zu schreiben, dann informieren die sich ja auch meistens eigentlich ganz gut über die Sachen oder holen sich da wen ran, der so wie bei Shugurgeti und Soma ist ja, glaube ich, auch der eine ist ja ein Koch oder so, der den, glaube ich, das ein bisschen erzählt oder ja. Okay. Es ist eine süße Reihe. Ich finde es halt auch cool mit denen, wenn sie da halt ein männliches Cosplay macht, die hat halt schon eine große Oberweite dann, wie sie das erklärt, dass das halt durch bestimmte Techniken dann halt weniger wird und sowas. Das ist halt eigentlich schon ganz cool, also von daher kann man das mal machen. Ich finde auch diese, zwischen ihm und ihr, so dieser Romance-Anteil, der ist auch eigentlich sehr picky, kann man ja, ist halt wirklich so. Aber dann ran mal ein halb, ein Stück Nostalgie für mich. Ich lese es derzeit noch nicht. 7 Bände sind ja gerade draußen in Deutschland. Für mich ist es gerade so, ich habe den Anime gesehen, teilweise immer mal wieder. Kam ja auch damals auf RTL 2, aber es juckt mich jetzt nicht so in den Fingern, da jetzt reinzulesen. So, da lese ich gerade lieber was anderes. Ja, also ich ist lang her, ich habe ja auch die alte, habe ich auch schon komplett gelesen vor x Jahren. Ich glaube, ich kann mich auch nur so halb dran erinnern. Ich glaube, es ist zum Ende hin so ein bisschen, ist halt schon wieder so ein Comedy-Ding, ne? Das ist, glaube ich, so Comedy-Sachen in der Richtung, wo dann, sag ich mal, wie bei
Ich habe schon vergessen, wie es heißt, aber halt bei diesen alten Reihen, wo, sage ich mal, dieser Comedy ist so, haha, ich touch da mal an Po, oder ich meine, es ist ja bei Dragon Ball ja auch so am Anfang. Ja, das klar. Ist so, ja, also heutzutage weiß ich nicht mehr, ob man das so lustig findet, als Kind findet man das noch so ein bisschen witzig, so hahaha, man sieht den Schlüpfer so hahaha, aber naja. Aber ich glaube, da hatte ich auch mal Bock so ein bisschen, aber es ist halt echt viel, ne? Ich weiß gar nicht, wie sind das, 32 oder so am Ende? Ja, es wären ordentlich, das wären ordentlich viele Bände. Deshalb, ja. Ich glaube auch, kann das sein, dass das 20, nee, das werden keine 20 Bände, 15. Ich hatte letztens mal nachgeguckt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Not a Boy, kennst du den von Egmont? Ich kenne ihn ja. Nicht. Echt? Was ja. Ist Boys Love? Nee, Girls Love. Girls Love ist das? Okay. Weil das geht darum, dass das sind zwei, oh Gott, zwei Kolleginnen. Und die eine ist sehr, oder nee, studieren, ich glaube, die studieren, genau, die studieren. Das mochte ich nämlich, dass die halt ein bisschen älter sind. Und die eine ist so super cute und so, und die verliebt sich dann in die andere oder sieht die halt und denkt sich, oh, sie denkt aber auch, dass die andere ein Typ ist, weil die so ein bisschen androgyn gekleidet ist und okay. Sowas. Und ich glaube auch kurz, also so Dings, kürzere Haare und dann immer so ein Zopf. Ist cool. Ich glaube, ist auch mit zwei Bänden abgeschlossen, ist eine süße. Also ich mochte die Reihe. Okay. Die ist auch sehr niedlich und alles. Und oder war das das? Oder sind die sogar schon zusammen? Ah, es kann auch sein, dass die zusammen sind und die andere drauf ab... Ich weiß es nicht mehr. Es ist mein okay. Gehirn. Okay. Aber ich mochte die Reihe. Okay. Das weiß ich noch. Ach, gut. Was haben wir denn dann noch? Also dann haben wir im nächsten Bild noch die restlichen Bleach-Bände. Die sind dann ja. Noch voll komplett da. Full Metal Alchemist haben wir ja in der letzten Sammlung drüber schon gesprochen. Schleim. Einer meiner Lieblings-Isekai, immer noch Top 3, müsste ich unbedingt mal weiterlesen. Ich bin, glaube ich, gerade bei Band 11 oder Band 12. Das wäre auch so ein typisches Ding, das könnte man auch gerne nochmal rereaden und dann halt weitermachen. Eigentlich, pass auf, ich mach mal so eine Reread-Liste fertig, was ich gerne mal rereaden will oder was ich gerne mal anfangen will. Und dann kannst du mal gerne schreiben, worauf du Bock hast. Wie gesagt, wir machen jetzt Soul Eater. Ich sag wahrscheinlich bei jedem so, ja. Ja, aber wir können ja dann priorisieren und dann halt sagen, was wir dann halt machen. Ich hätte da Bock drauf. Dann machen wir wieder auf Manga One so ein Lesecafé auf. Wie gesagt, für die Reihen, Noragami war auch schon mit dabei. Deshalb können wir auf jeden Fall mal machen. Und wie gesagt, Schleim, hätte ich Bock drauf. Weil da sind ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, boah. Band 22 kommt jetzt, glaube ich, raus. Ich glaube, ich jetzt im Oktober bei Ultraverse. Kann man auf jeden Fall machen. Wer Isekai sucht, gönnt euch. Entweder Schleim. Die mag ich auch sehr. Ja, Shield Hero oder. Ja, doch, Schleim oder Shield Hero bleibt auf einem Niveau. Ja, aber Shield Hero mochte ich jetzt nur den Anime. Ja, der Manga ist halt gar nicht reingekommen. Okay, echt? Ich finde den Sitz 1:1 ähnlich. So, deshalb. Ich mochte den Zeichenstil nicht so. Okay. Aber Schleim ist toll. Okay. Dann Boys Abyss, sehr depressiv. Wer Triggerwarnung, wer Thema Suizid und sowas, Probleme mit hat und sowas, sollte sich die Reihe nicht geben, weil das ist halt schon mega krank, in welche Richtung das geht. Das ist sehr düster dadurch. Hab aber auch schon gesagt, so in den letzten Bänden wiederholt sich da auch so ein bisschen die Dialoge. Das dreht sich so alles so ein bisschen im Kreis. Es ist ein bisschen nervig geworden. Ich fand die Reihe am Anfang extrem stark. Und dann eiert das immer nur noch so rum. Und ich sag ja immer aus Spaß, weil die ja alle sterben wollen, irgendwann auf die ganze Stadt so eine Atombombe drauf oder so. Und dann haben sie alle ihr Ziel erfüllt. Einfach so. Es ist halt. Also, man merkt schon, man sollte sich mit diesem Trigger-Thema eigentlich nicht drüber lustig machen. Suizid ist kein Spaß, ne? Depressivität und was weiß ich was. In so eine tiefe Richtung. Aber es wird schon so durchs Lächerliche teilweise gezogen, dass die Dialoge so dumm werden. Das ist halt, also das ist so meine Meinung dazu. Ihr könnt das ja in die Kommentare nochmal schreiben, wie ihr das findet. Ich hoffe, dass die Reihe demnächst einen Abschluss findet und dass sie mir nicht das Ende so ein bisschen versaut. Deshalb, genau. Dann Dark Hideout, den Horror-Manga von dem Mangaka von Rainbow. Kann man mal machen, ne? Sagen wir ja auch immer so. Ja, aber das ist ja auch genau, ich finde, das ist ein guter Einzelband. Horror-Einzelband. Ja. Das ist, glaube ich, auch der immer so gezeigt wird. Genau. Also der ist auch wirklich nice. Und ist halt jetzt nicht so ein Klops irgendwie, wie wenn man sagt, okay, bei Junji Ito ist es ja quasi ein großes Ding, aber so ein kleines Ding für zwischendurch und ist cool. Also es ist schon gruselig. Ja, also wer zum Beispiel The Hills Have Eyes mochte, zum Beispiel, das geht so in eine ähnliche Richtung, fand ich dann halt auch ganz cool. Das hat dann auch gut gezeichnet, ne? Ja, doch von Greenblood ist ja auch der Mangaka deshalb. Ja. Homunculus, haben wir schon was zu gesagt in der letzten Sammlung. Horimiya, hast du den eigentlich gelesen?
Immer noch nicht. Wir reden immer darüber, dass wir so überlegen, den zu kaufen. Ach, du warst das. Okay, ich wusste nicht mehr, ich konnte es nicht mehr in Verbindung bringen, ja, wer das war. Also ja, ich habe überlegt immer wieder. Auch ja, Horimiya, so ganz viele sagen, dass Horimiya echt geil ist, aber auch nur der Start, so die ersten acht Bände oder sowas und danach soll das so richtig einfach komplett alles verlieren. Ist aber auch noch immer ein guter Seller von Egmont. Ich glaube, das Ding wird auch immer mal wieder nachgedruckt deshalb. Ich glaube, es hat nochmal einen Push bekommen, als der Anime rauskam. Könnte sein. Wie irgendwie alles halt. Ja. Ich überlege mir das nochmal. Irgendwann, wenn ich vielleicht Rental Girlfriend durch habe, wenn das bei Band 40 dann endlich endet mal. Band 100. Ja, ist halt wirklich so. Oder wird länger als One Piece dann. Boah, ekelhaft, ne? Aber dann würde ich vielleicht mal sowas anfangen. Deshalb. Nana und Kaoru. Toll. Ja, eine Neuauflage zu einem Edgy-Manga, der kein Border-Hentai ist. Also er geht in diese Richtung, also wirklich so, da passiert ja nichts Explizites. Außer, dass sie sich halt bondage-mäßig halt immer fesseln lässt und sowas. Und dann ist da eine schöne Romance-Geschichte so ein bisschen dahinter. Die teasen sich halt immer so ein bisschen. Das ist so das. In das letzte Jahr habe ich noch nicht reingelesen. Das letzte Jahr ist ja auch jetzt erschienen. Auch drei Bände derzeit jetzt schon. Mhm. Und Nana und Kaoru hat ja sechs Bände. Kam ja jetzt, glaube ich, auch im Oktober oder September raus. Ja. Kann man machen, wer edgy will. Ich finde es jetzt nicht von den Edgys, die ich jetzt gelesen habe, jetzt nicht das Geilste. Da gibt es halt krassere Sachen irgendwie. Aber er ist nicht schlecht. Ja, kann man machen. Es gibt auch nicht so viel, wo man jetzt große Auswahl hätte, wenn man ehrlich ist halt wirklich so. Aber wenn ihr edgy lesen wollt, wenn ihr da reinkommen wollt, heimliche Blicke, solange es das noch existiert bei Crunchyroll oder Kase, dann holt euch heimliche Blicke. Das lohnt sich. So, Pokémon XY. Kann ich nichts zu sagen. Den habe ich noch nicht gelesen. Also ich habe ja so ein paar andere. Aber XY habe ich noch nicht angelesen. Ich habe letztens tatsächlich überlegt, ob ich mir Pokémon Adventures hole, ne? Da habe ich ja nachgeguckt, 45 Bände oder sowas, oder 44 oder so. Das ist lang. Ja, und dann dachte ich mir so, ne. Dann hol dir einfach den Schub aus weniger. Hä, wie? Nein, das ist einfach nur sehr komprimiert. Echt? Ich weiß gar nicht, wie sind denn das? 5, glaube ich. Und die sind ja größer. Warte mal, 5 Schuber und dann ist Adventures abgeschlossen, oder was? Nee, Adventures ist ein Schuber mit 5 Bänden. Das sind richtige Klopper. Hä, aber wie kriegen die denn 45... Warte mal, ich komm, warte mal. Achso, nee, das mache ich nicht. Jetzt sind ja gerade Gar nicht im Stream. Wir diskutieren das mal. Ich guck hier mal gleich danach. Okay, also... Ich zeig das so mal. Okay, da hätte ich nämlich Bock drauf, Interesse dran. Da habe ich nämlich letztens überlegt, so Pokémon, irgendwie hättest du da mal Bock, das zu lesen. Und zwischendurch geht das auf jeden Fall, deshalb... Okay. Jagan haben wir noch. Kann man machen. Jagan haben wir drüber gesprochen, auf jeden Fall kann man machen. Dann Blue Lock haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie gesagt, Storyteller von Jagan. Hatte ich auch schon was zugesagt in der letzten Sammlung, wie ich es gerade so finde. Deshalb Hell's Paradise. Mit 13 Bänden abgeschlossen. Genau. Von mir die Aussage. Hast du es schon gelesen? Ein bisschen? Nee. Okay, bisschen. Dann sag ich. Nicht ganz. Genau, dann sag ich dazu, was ich eigentlich immer sage. Guter Start, Band 4 bis Band 6, 7, schwierig. Dann wird es wieder besser und das Ende ist nicht gut. Also ist zu abrupt. So, das ist meine Meinung dazu. Wer aber eine Action-Reihe sucht, sollte sich die geben, weil die ist echt gut. Ich weiß gar nicht, wie der Anime angekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob der Anime nochmal den Manga so ein bisschen gepusht hat. Jetzt kommt ja, Crunchyroll bringt ja jetzt nochmal diese Komplettbox raus mit den Manga, die da so ja einfach ganz normal reingelegt sind. Dann könnt ihr euch die Reihe nochmal geben. Ich glaube, da hat sich Crunchyroll vielleicht ein bisschen was anderes erhofft von dem Anime, dass der Manga noch ein bisschen Aufschwung kriegt. Aber hat er irgendwie nicht gekriegt. Deshalb... kann man auf jeden Fall mal machen. Also als der damals rauskam, ging der eigentlich gut bei uns durch die Decke. Wie gesagt, schon komplett gelesen. Kann man zwischendurch machen. Genau. Spy Family? Abgebrochen? Natsuhime? Ich habe bis Band 6 gelesen. Und ich habe aber bis 9. Oh, das ist halt auch schwierig, ne? Das ist ganz schwierig. Ich überlege, es ist jetzt, also ich weiß nicht, ob der jetzt schon draußen ist, oder jetzt bald kommt der 10. Ist, da, der ja, ist, ja. ist schon da, ne? Ja, aber war ja eine sehr, sehr lange Pause, war da ja. Ja. Bis es jetzt weiterging. Ja. Und es nervt mich irgendwie auch alles so ein bisschen. Und ich weiß halt auch manchmal nicht, das Problem ist, ich glaube, die Reihe profitiert auch ein bisschen dadurch, dass sie das Kase-Logo hat und das ja mit der Zeit jetzt ja, weil es ja von Crunchyroll ist und man ja nur in der Erstauflage das Logo bekommt. Ach so, ja. Und ich kann mir vorstellen, also ist jetzt meine Meinung, dass vielleicht diese Reihe davon profitiert, dass Leute es jetzt erstmal weiterkaufen, um das Logo zu haben. Gibt es ja manchmal so Fälle. Ey, das ist eine gute Theorie.
Also. Ist jetzt natürlich keine Absicht so, weil das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so geplant gewesen, so von wegen so, ah ja, übrigens, gut, dass wir jetzt wechseln. Ja, ja. Aber dadurch, dass ich jetzt von Leuten auch schon gehört habe, dass die, also es ist ja bei vielen so, dass sie es halt so richtig cool fand und durch ein Anime, das ja ein Ultra-Hype geworden ist. Mhm. Aber ich glaube doch, Leute jetzt sind, die so ein bisschen genervt sind von der Reihe. Ja. Die lebt halt nur von den Charakteren, ne? Und alle fanden immer Anya ja, irgendwie ja. So. Und aber dann liest man halt die Story weiter und denkt sich, ja, okay, wann kommt Story? So, wann geht's da mal ein bisschen weiter? So, das ja. Ist halt da einfach nicht drin, so dann. Dann passieren da immer mal so zwischendurch so diese Auftragskiller-Fälle und sowas, die werden dann mal dazwischen geschoben. Das fühlt sich so ein bisschen fillermäßig an, aber dieser ja, allgemeine rote Faden so, der verläuft sich halt. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt die letzten drei Bände nicht gelesen. Ich habe zum Beispiel Band 7 habe ich noch gelesen, Band 8, 9, 10 habe ich halt da. Bin da aber raus, also gerade. So, und ich wäre hier auch Hand hoch. Ich bin halt auch der Typ, der das dann halt auch weitersammelt bezüglich den Sachen. Das hat sich einfach ausgelutscht, so. Vielleicht kommt da nochmal eine zweite Staffel des Anime raus. Der Anime wurde ja hart gehypt, aber irgendwie hat sich das auch schon wieder verlaufen, weil wir kriegen auch immer eine neue Season kommt, dann wird wieder alles, boah, geile Sachen und die anderen verschwimmen so ein bisschen. Boah, wir sind da, also dieses Konsumding, was wir halt gerade machen im Anime-Bereich, ist halt schon krass, also auch im Manga-Bereich ist halt schon gerade krass. Ja, es geht halt alles unter, ne? Aber ja. Demon Slayer, Demon Voll. Slave. Der andere Demon. Ja, der andere Demon. Ganz am Anfang habe ich mich da wirklich mit vertan, ne? Also ich wusste nicht, dass es Demon Slave gibt und habe ich mich da, als es rauskam, hatte ich immer ein paar Probleme. Ich habe das so in meinem letzten Haul schon gesagt, habt ihr die aktuelle Reihe gelesen, die wird ja edgy-mäßig, wird die immer krasser. Das wird irgendwann ein Border-Hentai, weil der Mangaka, der haut so nach und nach immer mehr raus, was er so zeigt. Das wird immer expliziter. Ein bisschen mehr. Er ist halt wirklich so, ist ein bisschen wie bei The Testament of Sister New Devil. Wer den letzten Band hat, das ist halt ein Hentai. So. Da passieren halt richtig wilde Sachen. Und ich glaube auch, dass der irgendwann dann so die Grenze sprengt und dann einfach nicht mehr weiß, was er tut, weil das ist schon halt krass. Am Anfang ist das ein bisschen rumgeknutsche und dann irgendwann ist das halt schon. Ja. Ich lutsche halt überall dran rum, so in die Richtung. Das ist halt schon krass. Aber wer eine Edgy-Reihe sucht, ja, mit Fantasy-Anteil, gib ihm. So, das ist halt so. Das ist halt so. Ich glaube, JJK kommt gleich auch noch weiter. Ich weiß gerade gar nicht, ach so, weil ja, ich hier. Glaub, ja. Ja, deshalb, Vinland Saga haben wir dann hier. The Killer Inside haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt ist die Reihe abgeschlossen mit 11 Bänden. Ich habe die schon drüben liegen. Ich muss die letzten 5 Bände, glaube ich, noch lesen. Dann bin ich durch. Hm. Werde ich machen. Also, wer gerade so eine psychologische Reihe sucht, Meshel. 8 Bände eigentlich in Deutschland. Hast du schon gelesen? Ich habe irgendwie bei 3, 4 hab ich hängen geblieben. Ich habe die, ich hole die, aber ich habe so nicht weiter gelesen. Achso, ja. Aber ich mag das. Die kriegen auch nur in der Erstauflage, das ist in Metallic-Optik, ja, ne? Deshalb, ja, ja. Scheiße. Nee, nee. Ich weiß gar nicht, wie das bei Blue Box ist, ob das da ähnlich ist, weil die haben ja auch diesen Metallic-Look von dem Logo her. Hast du kein Blue Box? Den ersten, also das ist mir nicht aufgefallen. Es ist nicht so krass wie bei Meshel, ne? Aber bei Blue Box merkt man das halt auch. Ich finde Blue Box halt auch echt gut. Aber erstmal Meshel, ich finde den halt als Battle Shonen, der ist ja mit 18 Bänden abgeschlossen. Also wer es immer noch nicht weiß, der ist ja beendet. Comedy, sozusagen. Comedy ja. Ist das. Comedy Gold mit Action, die sehr schön ist. Und deshalb könnte man das machen. Ist geil, ja. Lieb's. Ja. Blue Box finde ich auch ganz cool. Habe ich die ersten 3 Bände gelesen. Fand ich auch eigentlich echt cool. Dieses Gepaarte mit Badminton, Basketball plus dieser Romance-Anteil der beiden Protagonisten sozusagen. Finde ich halt eigentlich schon echt cool, dass die sich auch gegenseitig pushen und dann halt sich auch die Spieler von denen gegenseitig angucken und so weiter, wie die sich dann halt auch weiterentwickeln und der eine ist motiviert durch sie und sowas. Deshalb kann man auf jeden Fall mal gut machen. Time Paradox Ghostwriter. Hm. Ich weiß gar nicht, hat der nicht 3 Bände? Nee, sind es nicht nur 2? Sind das nur 2? Boah, keine Ahnung, wo ich den jetzt habe. Der wurde auf jeden Fall geexit, weil ich glaube, in Japan fanden die das nicht so lustig, dass einer irgendwie einen Manga geschickt bekommt und dann den einfach komplett kopiert und dann die Mangaka einfach auftaucht und merkt so, hey, das ist doch mein Konzept, wie kannst du dieses Konzept haben? Und dann passieren da ganz wilde Geschichten. In dem Sinne ist er aber gut geexit, also geexit, aber die Story noch gut zu Ende gebracht worden. Also wer da was sucht in die Richtung, eine kurze Reihe, da kann man auf jeden Fall die einfach mal benutzen. Ja. So. Wir haben noch keine Zeit, Nacho. Wir müssen einmal einen raushauen hier. Jujutsu Kaisen, müssen wir nichts zu sagen. Müssen wir da was zu sagen? Nee. Ah, müssen wir nicht. Okay. Schwierig. Chujin X, hast du den gelesen? Nee.
von Tsuishida, dem Mangaka von Tokyo Ghoul und Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul Re. Tokyo Ghoul und Tokyo Ghoul. Viele haben das schon abgebrochen, die Reihe. Ich lese gerade. Weil ich weiß auch nicht wieso. Ich glaube, das ist auch wieder so ein typisches Social Media Ding. Das war ja schon frühzeitig auf Manga Plus. Da haben halt schon viele reingelesen. Die haben sich schon die Meinung gemacht, gebildet. Der Anfang ist halt schwierig. Der hat halt keinen roten Faden so richtig. Man weiß nicht, wohin die Story halt will. Am Anfang ist so Hard Comedy drin. Ich weiß nicht, was Tsuishi da damit gemacht hat. Plötzlich ist dieser Comedy-Anteil raus. So, weil sie fährt da mit so einem Traktor rum und macht da so ganz wilde Sachen. Und dann passiert plötzlich doch was anderes. Und ab Band 3, ich habe den auch aktuell gesehen, ich glaube, ist das 3 der neueste? Nicht, 4 ist der neueste, den habe ich auch gelesen. In Band 3 und Band 4 der Actionanteil ist richtig krass. Also Sui Ishida kann das richtig geil in Szene setzen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen in dem Sinne. Deshalb finde ich das eigentlich ganz geil. Und ich behalte es gerade nur wegen dem Actionanteil. So, es ist da gerade jetzt ein Trainings-Arc sozusagen, also Trainings-Chapter kommt jetzt so. Ja, komm jetzt. und ich bin gespannt, wie das dann halt weitergeht. Und dann muss man halt einfach mal gucken. Genau. Kaiju Nummer 8. Hast du auch den Pappaufsteller davor? Ich hab den ersten nur. Ach so, okay. Also, dann sag ich da auch nochmal kurz was zu. Also ich glaube, wenn der Anime kommt, wird der Anime den nochmal gut pushen. Also es ist wieder eine Reihe. Die ist wieder schwierig, weil man merkt ja auch, Neon Genesis Evangelion läuft ja hier auch nicht. Kaijus ist immer so ein bisschen schwierig. Aber es ist ein guter Shonen gepaart mit diesen ganzen, wie sind die Characters typisch. Waffen sind einfach doppelt so groß wie der Charakter selbst und sowas. Und deshalb kann man das auf jeden Fall mal gut machen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin da voll dabei. Und von daher, ich bin mal gespannt, wie das dann halt da weitergeht. Also ich lese da gerne rein, ich bin auch aktuell auf deutschem Stand und mal gucken, was da noch so kommt. Ich fand es auch geil, dass Crunchyroll da irgendwann mal ihren Zug mit dekoriert haben, um da ein bisschen Werbung zu machen in Berlin. Deshalb von daher, genau. Dandadan, genau das gleiche, hast du Dandadan mal angefangen? Obwohl, ich wollte, habe ich jetzt den Schuber holen mit den vollen. Achso, du hast den noch gar nicht, okay. Ja, dann es zählt genau das Gleiche in diese Schiene. Da ist noch kein Anime, glaube ich, für angekündigt, aber wenn der kommt, wird der auch zerstören. Ich wüsste gar nicht, der wird halt mega verrückt, wenn der gut animiert ist. Wird der einfach die Season einfach total zerstören, weil das in die Richtung gab es in dem Sinne sowas so noch nicht. So, und das könnte halt richtig wild sein. Also Zombie 100 würde ich jetzt mal behaupten, der ist auch so wild dargestellt. Aber dann geht nochmal eine ganz andere Kerbe einfach rein, auch von dem Comedy und von dem Stil, wie es halt gemacht wurde. Ich bin da auch aktuell, habe den 5. Band jetzt gelesen, wie da ein bisschen manchmal abgefeuert wird, ist halt schon krass. Das ist ein Borderland. Muss ich auch was zu sagen? Musst du auch was sagen. Okay. Ich kann beim nächsten dann. Okay. Dazu kann ich, zum nächsten kann ich nicht sagen, aber Alice in Borderlands habe ich jetzt auch den 6. Band schon komplett gelesen. Bin der aktuellsten Stand. Finde den halt ganz cool. Ich habe jetzt die 2. Staffel von der Live-Action-Serie nicht gesehen. Ich habe nur die 1. Staffel gesehen. Da sind ja teilweise Spiele anders. Und was man sagen muss, auch die Hintergrundgeschichten und sowas, die werden dann nochmal neu aufgehebelt. Du kriegst halt mehr Informationen. Also wer die Live-Action-Serie mochte, sollte sich unbedingt mal den Manga holen von Hayabusa, weil der schiebt dann diese Hardcore-Kerbe rein und kann dann halt, also es ist schon cool von dem, wie das psychologisch so zusammengesetzt ist. Also wie man da diese Games spielt und wie die gewonnen werden und sowas. Ich hatte letztens Band 5 und 6 komplett am Stück einmal in der Bahn gelesen und fand das halt schon ganz cool. Das ist schon was echt Deepes. Und bei August the 9th, ich glaube, da habe ich den ersten August Band 9th, I will be eaten by you. Der ist richtig Rotze. Ja, den habe ich auch abgegeben. Ja, ich habe den auch. Ich war ganz schlimm. Oh Gott, war das. Das war halt auch. Also gezeichnet war es eigentlich ganz cool so und ich fand, es hat auch gepasst. Also sind ja auch so ein bisschen auf Ekel gemacht, so ein paar, also dieses Monster. Ey, aber das war ja heuer Rotz, deswegen wundert es mich. Also bis Band 4 sogar ist hier, weiß nicht, schwierig. Ja, ich habe den, glaube ich, in dem letzten Fright Months Paket gekriegt von 2022. Ja, letztes Jahr. Ja, ich habe da reingeblättert und dann haben alle irgendwie gesagt, so, der ist so richtig kacke. Und dann habe ich da nochmal halt, wie gesagt, einmal kurz quer gelesen und da dachte ich, okay, das ist, glaube ich, gar nichts für mich. Hatte nochmal Bewertungen und sowas geguckt und dann habe ich den verschenkt. Habe ich ein Gewinnspiel gemacht und habe ich den damit reingelegt. Ja. Man muss auch nicht alles immer haben, deshalb. Eben. Ja, genau. Sakamoto Days.
Genau, Sakamoto Days bin ich auch aktuell. Ey, wie viel Manga ich eigentlich lese, das ist verrückt. Das ist Wahnsinn, der Wahnsinn. Ja. Und ich bin immer so, nee, den habe ich jetzt auch erstmal abgebrochen. Echt? Okay. Ja, ich habe ja den ersten Band gelesen, das hat, also ich lese lieber, also das, dadurch, dass es ja so zeitgleich mit Marshall ungefähr kam, ja. Mag ich mal, also ich mag halt Marshall lieber. Deswegen bin ich erstmal bei Marshall hängen geblieben und da, ja. Weiß ich nicht. Obwohl ja viele sagen, dass es ja im Nachhinein, also mit der Zeit halt auch besser wird und mehr Action und. Ja. Weiß nicht, mal gucken. Ich dachte halt auch so, Sakamoto Days, als der halt, also ich wusste ja, dass der in der Shonen Jump war, da lief der auch noch nicht so gut, wie er jetzt halt mittlerweile läuft. Jetzt muss man auch sagen, okay, da ist halt vieles rausgegangen, so aus der Shonen Jump, dass da halt gar nicht mehr so viel da ist. Mhm. Aber Sakamoto Days hat mich in den ersten zwei Bänden auch nicht überzeugt. Und da habe ich mich auch so gedacht, so, boah, willst du das Ganze weiterlesen? Mhm. Und dann hat es plötzlich ab Band 4 hat's Klick gemacht, bei mir komplett. Band 4, 5, 6 habe ich jetzt dann halt auch dann halt gelesen und fand es halt auch von dem, wie dann einmal die Charakter, da kommen ja nur immer neue Charakter dazu, dann kaum noch neue Organisationen dazu, dann kriegt ein bisschen Sakamoto auch ein bisschen Hintergrundgeschichte nochmal so ein bisschen dazu und sowas und dann kommen, also diese Vergangenheit holt ihn ein bisschen ein, und so weiter und dann wird das auch noch begründet, weil er halt auch ein bisschen dicker ist und sowas und ich fand es dann eigentlich ganz cool. Also wie gesagt, ab Band 4 sehr stark und mittlerweile sieht man ja auch in der Shonen Jump, dass es halt einfach abreißt, ne? So, also was heißt nicht abreißt, aber schon aber teilweise schon gut sehr, gewertet ist. Schon top ist. Genau, das ist so das. Dann, A Couple of Cuckoos, Gruß geht raus an Noah, dann kommt Tokyo Revengers. kann ich auch nichts zu sagen. Wie gesagt, ich habe den Anime abgebrochen. Ich kenne auch alle die Aussagen, gegen Ende soll es halt kacke werden, das soll halt komplett die ganze Reihe einfach zerstören. So. das sind so die Aussagen der Community, hört man auch nichts mehr von. Carlsen hat, glaube ich, probiert, ein neues One Piece daraus zu machen mit den ganzen Werbung, die dann kam. Hat Ach auch so, nicht du so redest funktioniert. Gar nicht, du bist schon wirklich bei Tokyo Revengers. Ich bin wirklich schon bei Tokyo Revengers. Genau, also wir müssen ja nicht auf die andere Reihe eingehen. Ja, so. Okay. Gut, ich war gerade ein bisschen verwirrt von den. Gut. Ist halt. Das Problem ist halt auch mal so, das ist ja so Zeitreise und das ist. Also Zeitreise ist immer sehr schwierig. Dass das irgendwie. Also dieses. Der geht ja mal in die Vergangenheit. Ja, halt, ja, gut, klar, das ist ja sehr Zeitreise, ne? Ja. Das ist halt immer. Es macht dann. Also, dass Zeitreise auf irgendeine Art und Weise Sinn macht, das ist halt auch einfach immer. Also muss es halt auch immer nicht, aber. Ich finde halt Takemichi als Hauptcharakter auch einfach sehr schwierig. Also ich mag es, ich war ja auch eine von denen, die gesagt hat, dass ich das unbedingt haben möchte und ich habe den ja theoretisch schon zu Ende gelesen. Aber dieser Charakter, ne? Okay. Macht mich fertig. Fertig macht er mich. Okay. Naja, weiter. Ja, Vampire Knight. Die neue Auflage. Ja. Toll. Tolle Auflage. Ist sie schon durch komplett? Nee, es müssten sie 18. Sind das Doppelbände? Ja. 6, 7, nee. Ich glaube, müsste ja noch ein bisschen sein. Müssen ja wahrscheinlich dann so. Ja, da müsste ja noch mehr dazukommen. Das können ja nicht. 7, oder sind das anderthalb oder nur noch Bänder einer. Oder so? Keine Ahnung. Ja, aber dann passt das Bild irgendwie gar nicht richtig. Da haben sie nur so eine Flamme und am Anfang zum Schluss sind die. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wie es aufgeteilt ist, aber ich glaube, es sind 18. Okay, ich hatte schon mal überlegt, ja, hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich mir die nur hole, weil die so aussehen, wie sie aussehen. Ja, das ist eine tolle, also ich glaube, die wird dir halt überhaupt nicht gefallen, wenn du die liest, aber ich hatte ja dann auch nochmal die ersten beiden Bände, also den ersten Maxi-Doppelband. Ja, ja. Und ich fand das so toll beim Lesen, aber ich habe es halt auch als Kind gelesen und deswegen, das ist, was ich immer sage, Nostalgie siegt. Ist halt wirklich so. Voll. Aber ist auch, wenn man würde ich auch Leuten empfehlen, weil manchmal fragen mich ja auch so Leute, die Kinder haben, so von mir so, ja, ich habe eine 12-jährige Tochter, was kann ich da geben? Also ich mit 12, da war ich. Okay, Vampire. 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 Damals schon. Ist halt wirklich so. Juju. Vorletztes Bild, dann sind wir gleich durch. Yu-Gi-Oh! Müssen wir nicht zu sagen, ist mit 13 Bänden abgeschlossen in der Massiv-Edition. Also da kommen dann nicht mehr so viele Bänder. Die 12. Band kam jetzt auch letztens raus. Ja. Deshalb Yu-Gi-Oh! Ist selbsterklärend. Das ist auch wieder so eine Reihe, da würde ich auch irgendwann nochmal einen Reread machen. Ich kenne halt nur den Anime. Teilweise ein paar Manga-Stellen kenne ich auch, weil ich die damals komischerweise ausgeliehen habe. Aber dann habe ich auch, keine Ahnung, Band 8 ausgeliehen und nicht Band 1. So, das macht halt gar so keinen Sinn. Ja. So, mittlerweile machen das wahrscheinlich Kinder irgendwie ein bisschen anders, ich weiß auch nicht, aber das war halt damals so. Genau.
damals. Auf jeden Fall, das ist auch, wie gesagt, so eine Remit-Reihe. Hatte aber mit Yu-Gi-Oh! Ich habe auch nie die Karten gespielt, war eher so der Magic-Typ, von daher. Dragon Ball, müssen wir nicht drüber reden. Soul Eater, ihr könnt noch in die Gruppe kommen. Kommt in die Gruppe. Ja. Wenn das Video rauskommt, haben wir wahrscheinlich schon die ersten 3 Bände gelesen. Das heißt, die ersten 6 Bände gelesen wahrscheinlich. Mhm. Dann sind das die ersten 3 Massiv-Edition-Bände. Guckt aber mal auf Manga One vorbei. Das könnt ihr auf jeden Fall auch noch einholen. Das ist noch machbar. Deshalb, aber das ist ein Reread von uns gerade, den wir machen. Ja. Dann Naruto müssen wir nicht drauf eingehen. Yuzakura Family. Kurz dazu von meiner Seite. Auch ein Shonen Jump-Werk. Was aber so viele Bände hat, es gibt ja immer so eine Auflistung, wie viel verkaufte Bände das Ding hatte und oder wie viel Umsatz der gemacht hat. Ja, ich glaube, die haben bei der Shonen Jump immer so ein, also am Ende ist immer so ein Voting-Ding und in der Reihenfolge kommt das ja dann noch immer in der nächsten Shonen Jump, also die Reihenfolge von den Chapters ist ja, oder... Ja, okay, aber das meinte ich nicht. Ich meinte jetzt allgemein, ich glaube, wie viel Umlauf, wie viele Bände im Umlauf sind. Aber Yuzakura Family hatte zum Beispiel irgendwie schon mittlerweile da irgendwie 12 Bände draußen. Die anderen, die hatten viel weniger draußen, hatten aber viel mehr verkaufte Exemplare. Und deshalb ist es gerade so eine Reihe, wo ich halt wirklich sage, okay, die dodge ich gerade. Normalerweise ist es bei mir so, alle Shonen Jump-Werke oder Shonen Jump-Titel kommen bei mir rein. Ich bin auch gespannt, was die nächste Shonen Jump-Titel sind, die dann nochmal nach Deutschland kommen. Ich hab die jetzt gerade nicht. Oh, wie heißt das nochmal? Der Katsune, der. Was so gerade so im Hype ist. Kurabachi oder was? Kurabachi. Ja, okay, soweit ist das noch nicht. Ich hätte ja auch Spaß, habe schon mal nachgefragt, welcher Verlag den hat. Also, ja, mal gucken. Aber das ist halt so das. Nee. Ja. Aber mal gucken, was da kommt. Also ich werde mir dann erstmal noch nicht holen. Vielleicht irgendwann gebraucht oder so, dass ich dann sage, okay, jeden Band für 3 € oder 4 € nehme ich den mit. Ich glaube aber, der wird dir hinterhergeworfen irgendwann. Von daher, ich weiß auch gar nicht, wie viele Bände der kriegt. Deshalb lassen wir das. Genau. Und zum Abschluss haben wir noch One Piece. Müssen wir nicht drauf eingehen. Lone Wolf and Cub ist eine Reihe, kann man auf jeden Fall mal machen. Lest da gerne mal rein. Ist ein bisschen historisch-mäßiger angehaucht, ein bisschen von den Zeichnungen ein bisschen schwierig gealtert, aber sind immer noch irgendwie gut. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hat die Reihe aber einmal verdient, da einfach mal reinzugucken. Also da kann man schwierig eine Empfehlung aussprechen. Sonst wer was etwas Moderneres haben will, vielleicht die Klingen der Wächter. Von den Zeichnungen her ein bisschen moderner, vom Stil her ein bisschen moderner. Hat aber miteinander so auch gar nichts zu tun, nur weil jeder sein Kind dabei hat, so ein bisschen. Sag ich jetzt einfach mal grob. Aber ja, das ist so das. Deshalb. Nee. Aber das war die Sammlung. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne, also für 2 Jahre ist das eine sehr schöne Sammlung. Das ist schon viel. Du hast ordentlich viel Geld ausgegeben, das ist halt so das. Muss da jeder für sich selber entscheiden, aber da sind halt Reihen drin, die man auf jeden Fall gut weglesen kann. Da hoffen wir mal, dass du schon ordentlich was lesen konntest, aber man sieht es ja auch, wo du schon überall die Reihen einmal rausstehen hast. Und von daher ein bisschen nochmal gerantet gegen Bleach und gegen Black Clover, gegen den Hate, aber das ist gerechtfertigt von meiner Seite. Deshalb. Nee, mach weiter so und da sind wir auf jeden Fall durch. Das waren mal wieder die Manga-Reactions von Nacho und mir. Und wir hoffen natürlich, euch hat das Ganze Spaß gemacht. Sie ist da schon am Rumhampeln, ich merke das schon. Der Magen knurrt. Wir haben lange gequatscht, aber natürlich, ihr habt ein paar Meinungen von uns bekommen. Vielleicht ein paar Kaufempfehlungen dann von unserer Seite. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Manga-Sammlung einreichen. Dazu schaut gerne auf dem Discord-Server vorbei. Da gibt es einen extra Bereich, da könnt ihr alles reinschmeißen. Wir werden das Ganze jetzt so zwischendurch mal immer wieder machen, auch mal im Stream und so weiter. Deshalb schaut einfach da auch gerne mal vorbei auf Twitch.tv/Prown und natürlich hier auf YouTube. Lasst gerne noch ein Däumchen da, ein Abonnieren-Ding, kriegen wir alles hin. Und ja, das war's mal wieder mit der Reaction. Viel Spaß beim Manga lesen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.